Good evening, ladies, gentlemen, and gentle transgender. I may welcome you in the most warm way possible to the International Capitalism Tribunal, as well as the Seventh International, which is proclaimed tonight. And we are very, very happy to welcome here at Brod Wien Theatre in Vienna, Professor Saskia Sassen from New York, as well as Dr. Louis Klein, system theorist and publisher of Agora 42, Sir Guillaume Paoli, coming from Berlin, philosopher, and last but not least, former federal judge Wolfgang Neskowitz will start off with his lecture for tonight, and that's I'm lacking even the words of how great this is to have all you here to let us profit from your knowledge and your research and at least your experience as people living in capitalism. Thank you very much. And Mr. Wolfgang Neskowitz, we'll start then. Thank you. Ja, schönen guten Abend. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also Sie merken, ich rede Deutsch, Gerichtssprache ist Deutsch, ich bin Jurist und soweit halte ich mich auch an diese Regel. Sie müssen heute Abend also nicht befürchten, dass ich Sie mit meinen Englischkenntnissen belästige. Zwei Vorbemerkungen möchte ich machen, bevor ich zum Gegenstand meiner Anklage komme, die dann hier Grundlage eines etwas längeren Referates ist. Zunächst möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken bei den Veranstalterinnen und Veranstaltern, dass sie überhaupt die Idee gehabt haben, dieses Tribunal durchzuführen, dass sie den enormen organisatorischen Aufwand geleistet haben, der damit verbunden ist. Es wird nie eine reale Gerichtsverhandlung geben, zumindest nach unserem Rechtssystem hier im Deutschen. Sprachigen Raum. Also das, was Sie hier erleben, ist einerseits eine Fiktion, den Kapitalismus zu bewerten in der Form eines Tribunals. Und andererseits ist es so, dass Sie hier die Texte, die vorgetragen werden, die Befindlichkeiten und die Sichtweise der betroffenen Menschen hier im deutschsprachigen Raum darstellen. Das ist etwas ganz Besonderes, weil Sie diese Mischung haben. Es ist also kein Autor, der sich die Texte ausgedacht hat, sondern das ist das reale Leben, das also hier verhandelt wird in der Form einer Gerichtsverhandlung. Und diese Idee zu haben, es ist nicht neu, Tribunale fiktionaler Art zu entwickeln, aber zu diesem umfassenden Thema mit diesem auch Tiefgang. Wir haben ja heute den ersten Gerichtstag erlebt. Das ist wirklich ein bemerkenswerter Vorgang und vor allen Dingen den Mut zu haben, sich aus der Mitte der Zivilgesellschaft ein solches Projekt umzusetzen. Es sind keine politischen Parteien, es sind keine großen Stiftungen, auch nicht die Stiftung der Parteien, die hier tätig sind. Die haben das getan, was im Kapitalismus üblich ist, Geld oder geldwerte Leistung zur Verfügung zu stellen. Aber selbst dies zum Gegenstand, also auch eines solchen Projektes zu machen, dazu hat offensichtlich die Kreativität nicht gereicht. Also deswegen nochmal Ihnen meinen ganz herzlichen Dank für diese Idee und die Umsetzung dieser Idee. Eine zweite Vorbemerkung, die ich machen will, damit mein Vortrag verständlich wird, ist es vielleicht ganz wichtig, auch nochmal den Kontext zu beschreiben. Es sind zwei Dinge, die die Sichtweise dieses Vortrages prägen. Das eine ist die Tatsache, dass ich Jurist bin. Das ist natürlich zunächst erstmal vielleicht für manche etwas abschreckend, weil die Juristen sowohl in der Sprache als auch in der Art, wie sie denken und mit den Dingen umgehen, häufig Abstoßungsreaktionen emotionaler, aber auch rationaler Art hervorrufen. Darauf haben Sie sich heute Abend eingelassen oder Sie haben jetzt noch die Möglichkeit, also dem zu entfliehen. Ansonsten darf ich das nicht mit der Bitte um Nachsicht, was meinen Vortrag inhaltlich anbetrifft, verbinden, sondern dass Sie einfach sehen, dass ich dieses Thema Kapitalismuskritik aus der Sicht eines Juristen angehe. Dazu gehört auch noch eine weitere Spezifikation. Ich bin kurze Zeit Anwalt gewesen, aber 27 Jahre lang Richter. Ich
war Richter am Amtsgericht hin bis zum Bundesgerichtshof. Das heißt, ich habe die deutsche Justiz, das deutsche Rechtswesen kennengelernt und ich habe dann noch 8 Jahre lang als parteiloses Mitglied im Deutschen Bundestag gearbeitet. Das heißt, also ich war nicht nur auf der Seite des Rechtsanwenders, der nach unserem Grundgesetz dem Gesetz unterworfen ist, aber nur dem Gesetz, das ist die richterliche Unabhängigkeit, sondern ich habe mich auch den Produktionsverhältnissen anvertraut und Einsicht genommen, mir als Zeuge, als Beobachter im Deutschen Bundestag, als stellvertretender Vorsitzender des Rechtsausschusses und was ganz wichtig ist, ich war 8 Jahre lang Mitglied im Richterwahlausschuss und 4 Jahre lang Vorsitzender auch des Wahlausschusses für die Bundesverfassungsrichter. Also ich habe genau beobachtet, wie und unter welchen Voraussetzungen eigentlich Macht generiert wird über Recht und wie die Personalauswahl dies entscheidet. Ronald Reagan hat einmal gesagt, die richtige Wahl eines Richters zum obersten Gerichtshof ersetzt 20 Jahre Kongressarbeit. Und das macht vielleicht deutlich, also welches enorme Gestaltungspotenzial eigentlich in der Richterschaft vorhanden ist, wenn es darum geht, eigentlich politische Prozesse zu steuern. Aus meiner gesamten Lebenserfahrung würde ich sagen, eine der größten Lebenslügen der deutschen Richterinnen und Richter, und ich nehme an, in Österreich ist das nicht anders, ist es zu behaupten, wir seien praktisch neutrale, der Objektivität stets verpflichtete Personen. Das ist mitnichten der Fall. Wir sind Teil dieser Gesellschaft. Wir denken und handeln wie alle anderen auch. Wir haben nur die Pflicht, möglichst das, was im Rahmen unserer auch intellektuellen, aber auch unserer emotionalen Möglichkeiten gibt, unparteiisch und unabhängig zu sein. Aber es wäre ein fataler Irrtum zu meinen, dass die Subjektivität, die in jedem Bewertungsprozess liegt, es nicht verhindert, dass wir dieses Fabelwesen sind, das objektiv und unparteiisch ist. Und wenn Richter im Namen des Volkes reden, dann muss es auch gewährleistet sein, dass die Pluralität der Wertvorstellungen, die innerhalb einer Gesellschaft versammelt sind, sich innerhalb der Richterschaft auch widerspiegelt. Nur so kann die von mir eben beschriebene Subjektivität in der Lage sein, kontrollierbar zu sein, weil sie sich im Diskurs mit den Kolleginnen und Kollegen bewirken. Wenn wir eben eine Richterschaft haben, die diese Pluralität nicht gewährleistet, dann ist häufig die Richterschaft eigentlich nur das verlängerte, der verlängerte Arm im Grunde genommen der herrschenden Verhältnisse. Und jeder von Ihnen, der politisch wachsam ist, kann das ja beobachten, wie der Zugriff in Polen auf die Richterschaft genommen wird. Das Problem, das Berlusconi in Italien mit der Richterschaft hatte, aber auch Sarkozy in Frankreich. Und ich kann das aus dem Innenleben der Justiz berichten, welche Versuche in all diesen Ländern unternommen worden sind, im Grunde genommen die Richterschaft also wieder auf, ich sag mal, Vordermann zu bringen. Als ich damals in den Bundestag gegangen bin und mich von Gregor Gysi habe überzeugen lassen, für die Linke dort ins Parlament zu gehen. Es hat vorher noch nie ein Bundesrichter überhaupt diesen Gang, also vom Bundesgericht ins Parlament gemacht. War für mich etwas, was Gegenstand meines Vortrages ist, die eigentliche zentrale inhaltliche Motivation. Unser Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland hat einen blinden Fleck. Und das ist das Thema soziale Grundrechte. Das war für mich ein Anliegen zu sagen, ich will versuchen im Rahmen der Erfahrung, die ich in ihm beschrieben habe, einen Gesetzentwurf, und da kam für mich nur die Linksfraktion in Frage, mit der Linksfraktion in den Deutschen Bundestag zu bringen, den Fleck in unserer Verfassung beseitigt und dort den Freiheitsrechten eben auch soziale Grundrechte entgegensetzt. Von Wertvorstellungen innerhalb der Bevölkerung auch in der Richterschaft vorhanden sein sollte, sollte auch auf der abstrakten Ebene der Verfassung, wo die Grundvorstellungen und Werte einer Verfassung ihren Niederschlag finden, sollte auch ein Prinzip von Freiheit und Gleichheit seinen Ausdruck finden. Und das ist auch gleichzeitig mein Anklagesatz, wenn ich jetzt also in den Regularien dieses Tribunals bleibe. Ich klage die Bundesrepublik Deutschland an, weil sie die vom Bundesverfassungsgericht schon 1956 angemahnte Suche nach Herstellung eines optimalen Verhältnisses zwischen Freiheit und Gleichheit aufgegeben hat, indem sie es bis heute Gesetzes näher zu konkretisieren und soziale Grundrechte in das Grundgesetz aufzunehmen. Ich möchte paradigmatisch eigentlich
Das habe ich ja in der Zeit, in der ich im Bundestag war, ja unmittelbar parlamentarisch miterlebt. Die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise zu Beginn meiner Ausführung zu stellen, um darum gleichsam paradigmatisch deutlich zu machen, wo die Probleme vor dem Hintergrund dieses Anklagesatzes sich gerade in dieser konkreten Frage niedergeschlagen haben. Die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise sind vorrangig das Ergebnis politischer Entscheidungen und Rahmenbedingungen. Hieraus ergeben sich ökonomische Folgen und Gesetzmäßigkeiten. Und bei der Suche nach den Ursachen der Krise müssen natürlich auch historische, soziologische und letztlich auch philosophische Aspekte berücksichtigt werden. All diese Blickwinkel können dazu beitragen, die Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2007, 2008 und folgende aufzudecken. Erst wenn diese hinreichend bestimmt sind, schlägt auch die Stunde der Juristen. Denn es werden in erster Linie Rechtsvorschriften sein, die dazu beitragen können, eine neue Finanzwirtschaftskrise zu verhindern. Ich möchte also zunächst politisch beginnen und daran ökonomisch anknüpfen. Und dann werde ich das Lebenswerk eines bekannten deutschen Philosophen erinnern und einen Ausflug in die Geschichte der beiden deutschen Staaten unternehmen. Schließlich aber werden es juristische Überlegungen sein, die einen Weg in die Zukunft weisen können. Ich beginne also politisch. Im Raumschiff Bundestag gibt es zum Glück einen regelmäßigen Shuttle-Dienst, mit dem man wieder in die Wirklichkeit gelangen kann. Das sind die persönlichen Begegnungen mit sehr unterschiedlichen Menschen und die vielen Briefe, die jeden Abgeordneten die Möglichkeit eröffnen, man muss sie allerdings auch nutzen, den Kontakt zur sozialen Realität nicht zu verlieren. Ein Bürgerbrief, der mich erreichte, war überschrieben mit Volkes Stimme. Ich zitiere: Meine Friseurin, mit der ich bei der monatlichen Haarpflege über Gott und die Welt plauderte, sagte neulich, als wir das Stichwort Finanzkrise erwischten: Mich regt das nicht auf, ich habe schon jahrelang eine Finanzkrise. Muss man sich wirklich die Frage stellen, ob die Regierenden und die Reichen das nicht wissen oder besser? Warum waren die Hunderte von Milliarden Euro, die man den Banken, den notleidenden Autoproduzenten und anderen Konzernen zugeschoben hat, vorher nicht da, um diese Finanzkrise der einfachen Leute zu überwinden? Die einfachen Leute, das sind die vielen Menschen, die von ihrer Arbeit Lohn nicht leben können. Millionen in unserem Land folgen der Invitatio der Leistungsgesellschaft. Sie leisten harte Vollzeitarbeit. Ich denke an die Leiharbeiter, die 1-Euro-Jobber und die studierenden Kinder armer Leute. Ich denke aber auch an die Millionen, die schon keine Arbeit haben. Automatisierung und Globalisierung haben ihrer Leistungsbereitschaft die Grundlage entzogen. Diese Millionen haben täglich Finanzkrisen. Doch die Regierung spannte nur die Regenschirme über den Regenmachern der Kredit- und Realwirtschaft auf. Deren Finanzkrise war schnell beendet, die Finanzkrise der einfachen Leute aber dauert unverändert an. Während die Deutsche Bank und sogar die staatseigene HAE, auch die Commerzbank, schon wieder üppige Boni auszahlen, leben Menschen unverändert auf der Malusseite der sozialen Realität. Allein das Bundesverfassungsgericht hat vor einiger Zeit mal wieder den Mut zum Umdenken gezeigt. Es hat seine bisherige Rechtsprechung von der Pflicht des Staates zur Sicherung des Existenzminimums entscheidend verändert. Das Bundesverfassungsgericht hat ein soziales Grundrecht auf Gewährung dieses Minimums angenommen. Das ist deswegen so bedeutend, weil es einerseits eine Schutzpflicht des Staates gibt, die korrespondiert aber nicht mit dem Recht, das jetzt individuell einklagen zu können. Das hat das Bundesverfassungsgericht fundamental verändert. Die Hüter der Verfassung haben dieses Recht als bedingungsfeindlich bezeichnet. Es steht unter keiner Bedingung. Es muss stets da sein und unverfügbar sein. Und sie haben auch seine qualitativen Bestandteile benannt. Es ist nicht nur das nackte physische Überleben in unserem Staat geschützt, sondern auch die gesellschaftliche, kulturelle und soziale politische Teilhabe. Das ist ein großer juristischer Fortschritt, eine kleine, würde ich sagen, juristische Revolution. Der verbale Putsch hiergegen folgte auf dem Fuß.
Ein Minister im Parlament verglicht die Lebensrealität von Hartz-IV-Empfängern mit der Dekadenz der antiken römischen Oberschicht. Das offenbart nicht nur Kleingeistigkeit und historische Ahnungslosigkeit. Es zeigt auch, dass die neoliberale Politik unseres Landes bis heute noch nicht einmal verstanden hat, worin die eigentliche Krise bestand und weiterhin besteht. Die gesammelten Fehlannahmen dieser Politik machen neue Finanz- und Wirtschaftskrisen nach wie vor wahrscheinlich. Bis heute hält sich die Mehr von der Wirtschaftskrise als Folge einer Finanzkrise, die aus dem Zusammenbruch einer Bank, Lehman Brothers, herrührte. Als Jurist fällt es mir naturgemäß nicht leicht, solchen wirtschaftswissenschaftlichen Weisheiten zu widersprechen. Ich widerspreche dennoch. Mit einem ökonomischen Gleichnis. Ich lade Sie alle zu einem Gedankenexperiment ein. Viele von Ihnen kennen das Brettspiel Monopoly. Die Ursachen und Strukturen der Finanzkrise lassen sich anhand dieses Spieles gut veranschaulichen. Stellen wir uns vor, unsere Wirtschafts- und Finanzordnung entspräche den Regeln dieses Spiels. Allerdings müssten die Spielregeln in einem Punkt dem wirklichen Leben angepasst werden. Die Spieler müssen zunächst würfeln, wer Unternehmer sein darf und wer Arbeitnehmer sein muss. Sie klären damit die Gnade der Geburt. Dann würde die Spielbank das Kapital ausgeben, ein paar Unternehmer erhalten den Löwenanteil. Die vielen Arbeitnehmer erhalten einen Vorschuss auf die erste Bahnfahrkarte und die Miete. Jetzt geht das Spiel los. Die Arbeitnehmer müssen sich schnell Arbeit suchen, erhalten dann bei jeder Runde monatlichen Lohn. Und zunächst läuft das Spiel wie beim echten Monopoly. Die Unternehmer sind zunächst bestrebt, mehr Felder zu kaufen, zu bebauen und auszubauen. Bei jeder Runde ergibt es dann den Profit für die Leistung, die von den Arbeitnehmern erbracht wurden. Doch um den Profit zu steigern, versuchen die Unternehmen, die Ausgaben für die Löhne ihrer Arbeitnehmer zu senken. Sie kürzen oder streichen das Weihnachtsgeld, sie zahlen nicht nach Tarif, sie zahlen Hungerlöhne, von denen man nicht leben kann, sie ersetzen Menschen durch Maschinen, sie drohen bei Widerstand aus dem Spiel auszusteigen. Sie verweisen auf die unternehmerische Freiheit. Die materielle Ungleichheit der Spielfiguren interessiert sie nicht. Sie appellieren auch immer wieder an die Spielbank, die Steuern zu senken. Die Spielbank hat aber zunehmend weniger Geld für die sozialen Leistungen, die verarmte Spieler am Rathausplatz beantragen können. Nun aber sinkt die allgemeine Kaufkraft auf dem Spielbrett. Lohndumping und Stellenstreichung haben das Lohneinkommen lediert und die Arbeitnehmer von Sozialleistungen abhängig gemacht. Doch gleichzeitig haben Steuergeberspieler die sozialen Kassen geleert. Die vielen Arbeitnehmer spielen Geld für die Fahrkarte, wenn sie am Südbahnhof ankommen. Nach einiger Zeit ist es auf dem Spielbrett gespenstisch leer geworden. Nur noch wenige Spieler können es sich leisten, auf zahlungspflichtige Spielfelder zu treten. Dass viele angehäuft weil es zu wenig Kaufkraft gibt am Markt. Die meisten Menschen würden jetzt entnervt das Spiel abbrechen. Sie würden sagen, das Spiel ist schlecht konzipiert, weil es doch immer zu demselben langweiligen Ergebnis führt. Aber vielleicht gäbe es doch noch Spieler, die weiterspielen wollen. Es macht zwar überhaupt keinen Sinn mehr, in ein Wachstum zu investieren, weil es dafür an Kaufkraft fehlt. Spielbank Wetten abschließen. Zum Beispiel könnten Sie darauf wetten, dass ein anderer Unternehmer schneller pleite ist als Sie selbst. Oder Sie könnten wetten, dass die Wette eines anderen Spielers auf die Wette eines weiteren Spielers günstig ausgeht. Die Wetten würden immer irrwitziger werden und die Wettsummen immer gigantischer, bis über die wilde Verknüpfung der Wetten untereinander eine plötzliche Kettenreaktion einsetzt. Dann gibt es eine Finanzkrise, die Bank ist pleite. Natürlich wird jetzt der Ruf nach neuem Spielgeld laut, es geht um den Erhalt der Realwirtschaft. Dass deren Wachstumsschwierigkeiten schon viel früher begangen, ist jetzt vergessen. Jetzt geht es um den Erhalt der Arbeitsplätze. Und keiner soll es wagen, von Enteignung zu sprechen. Diejenigen, die schon der Markt enteignet hat, führen sich gleichwohl so auf, als wollen sie nun der Staat berauben, indem er sie enteignet. Frisches Geld und am besten eine Bettbank müssen her. Nur die Gier kennt offenbar keine Krise. Das Spiel muss weitergehen, zumindest so lange, bis sich seine schwerwiegenden Konzeptionsdefizite das nächste Mal bitter rechnen. Solange sie bestehen, wird es immer wieder Finanz- und Wirtschaftskrisen geben, denn das Spiel scheitert gar nicht an einer Finanzkrise. Es scheitert schon viel früher an einer Gerechtigkeitskrise.
Es scheitert an einem eklatanten Missverständnis zwischen Kapitalertrag und Lohneinkommen. Die Ungleichheit der Marktteilnehmer mündet in die ungleichen Ergebnisse des Marktes, Kapitalgewinn und Lohntüte. Die linke Forderung nach dem gerechten Lohn ist ein Euphemismus. Es gibt keine gerechten Löhne. Denn jedes Lohnarbeitsverhältnis beruht auf der Aneignung fremder Arbeitsfrüchte. Die Ergebnisse dieser Enteignung reichen von Hunger und Elend bis zu Biomarkt und Reihenhaus. Das Letzte ist natürlich erheblich humaner. Das ökonomische Prinzip aber bleibt gleich. Der Lohnempfänger schafft durch seine Arbeit Werte. Der Unternehmer zahlt ihm jedoch nicht den Gegenwert in Geld, sondern eben nur in einem Teil davon. Den übrigen Teil behält er ein. Zieht man von diesem Teil die anteiligen Kosten für die Aufrechterhaltung von Maschinen und Infrastruktur ab, bleibt ein kleiner Gewinn des Unternehmers übrig. Es ist ein Gewinn pro Arbeitnehmer. Die vielen kleinen Gewinne addieren sich dann zur großen Rendite der Kapitalgeber. Sie haben die Rendite nicht erarbeitet, Sie haben eine Aktie gekauft, Ihr Geld hat nicht gearbeitet, das waren Menschen. Es gibt keinen Euro, der jemals einen Finger krumm gemacht hat. Wir leben im Kapitalismus. Die einen haben das Zeug zum Kapitalisten, die anderen fehlt es. Dabei wurzeln weder Freiheit noch Gleichheit im Geburtszustand der Menschen. Angeboren sind nur die Wünsche nach beiden. Erst der gesellschaftliche Rahmen entscheidet über die Verwirklichung, natürlich auch die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten. Unser gesellschaftlicher Rahmen ist die Ungleichheit der Freien. Es ist ein System der Ungleichheit in der Krise. Der Kapitalismus leidet an sich selbst. Er hat eine Gerechtigkeitskrise, die zugleich seine ökonomische Krise ist. Ihre Ursachen waren nicht die strauchelnden Banken. Sie liegen viel länger zurück. Seit fast 30 Jahren dümpelten, zumindest in der Bundesrepublik, die inflationsbereinigten Nettolöhne. Die Lösung lautet, froh sein soll, wer Arbeit hat. Denn die Liberalisierung des Welthandels erleichterte die Verlagerung der Produktion in Niedriglohnländer. Dazu traten die Auswirkungen einer schnell fortschreitenden Automatisierung und Digitalisierung. Die Maschinen haben den Menschen keinen Zuwachs an Freiheit beschert. Sie haben Millionen arbeitslos gemacht. Ausgerechnet in der Ära der Massenarbeitslosigkeit kam dann die staatliche Umverteilung aus der politischen Mode. Politisch modern war es, soziale Sicherung für unbezahlbar zu halten. Gleichzeitig lidierte die Politik den Staatshaushalt, indem sie Höchstverdiener und Unternehmer steuerlich entlastete. Am Abend der Finanzkrise hatten sich die Errungenschaften der sozialen Marktwirtschaft nahezu revidiert. Nie zuvor hatten so viele so wenig Arbeit am wirtschaftlichen und Anteil am wirtschaftlichen Wachstum. Nie zuvor war es so wenigen Menschen möglich, so leicht und so schnell so viel Kapital anzuordnen. Dies war das Ende einer schleichenden Aufkündigung des historischen Konsenses zwischen Kapital und Arbeit. Kapital kann nicht arbeiten, ich sagte es schon, es sieht keine Kinder groß, es baut keine Straßen, es macht keine Erfindungen. Es vermittelt unseren Kindern an Schulen und Universitäten kein Wissen. Es schützt mit Polizei und Justiz nicht die Gesundheit und das Eigentum der Bürger, es heilt keine Menschen. Das alles können nur Menschen. Wenn sie nicht arbeiten, nicht ausreichend verdienen, dann können sie nicht hinreichend konsumieren und reproduzieren. Dann verliert das Kapital seine Funktion im Kapitalismus. Kapital darf nicht gehortet werden. Es muss in die Produktion investiert werden, wo es durch menschliche Arbeit vermehrt wird, um neues Kapital zu zeugen. Doch die Investition in die Produktion lohnt nur, wenn diese wächst. Die Produktion wiederum kann nur wachsen, wenn sie ihre Produkte auf dem Markt auch absetzt. Das setzt genügend Kaufkraft voraus. Die gibt es nur, wenn die Löhne mit der Produktivität steigen und die sozialen Sicherungssysteme der Verarmung entgegenwirken. Ein funktionierender Kapitalismus setzt also ein deutliches Maß an Verteilungsgerechtigkeit voraus. Diese Erkenntnis ist nicht neu, sie ist auch nicht links. Sie stammt von Keynes und nicht von Marx. Die neoliberale Politik hat die Erkenntnis in den Wind geschlagen. Es war ihr Hauptfehler. Über die dümpelnde Realwirtschaft entstand eine zweite irreale Wettwirtschaft. Die nicht investierten Kapitalmassen wurden zu Spielgeldbanken, zu Spielbanken. Ihr Spiel mit dem überflüssigen Kapital folgt den Regeln eines echten Roulette-Tisches. An ihm werden keine neuen Werte geschaffen. Die rollende Kugel an diesem Roulette-Tisch verteilt es unter den Zocker nur um. Für den einzelnen Zocker mag das tragisch sein, doch sein Schicksal bleibt ohne Belang für die Welt außerhalb der Spielhalle.
Selbst eine Pleite der Casino-Bank berührt nicht das wahre Leben, denn das echte Casino ist nicht systemrelevant. Die globale Wettwirtschaft aber wird es nicht. Ihre Institute machten nicht nur Wetten, sie betätigten sich zugleich als systemrelevante Spar- und Kreditanstalten. Die Pleite ihres Roulettes drohte seit 2008 zum Bankrott von Wirtschaft und Gesellschaft zu werden. Und die herrschende Politik bekämpft die Ergebnisse der neoliberalen Politik mit neoliberalen Konzepten. Sie löscht mit Feuer. Das Feuer ist die Ungleichheit. Die Politik gibt neue Kapitalmassen in die Hände der wenigen. Sie nahm das Kapital von den vielen, denen es zukünftig im Portemonnaie fehlen wird. Sie beschränkt die Handlungsmacht des umverteilenden Staates durch Schuldenbremsen. Sie schuf neue soziale Einschnitte. Sie verzichtet immer noch auf höhere Steuern für Gewinne und höchste Einkommen. Statt dem Kapitalismus endlich Kaufkraft zu geben, schenkt man ihnen nur noch mehr Erwerbsschwäche. Die besten Freunde des bestehenden Gesellschaftssystems fliegen es zu Tode. In der FAZ konnte man die bange Erklärung lesen, man beginne sich zu fragen, ob die Linke am Ende doch recht habe. Kapitalismuskritik ist tatsächlich wieder mehrheitsfähig geworden. Doch Tatsache ist auch, dass die linken Kräfte auf der politischen Landkarte kein Land gewinnen. Seit es die Linke gibt, rätseln sie über den Eintritt der historischen Stunde, die sie aus dem Rand der Politik in die Mitte stellt. Eigentlich wäre die Stunde da. Die Linken kleben weiter am Rande fest. Sie haben viele richtige Antworten auf die Krise, aber sie haben auch ein ernstes Marketingproblem. Sie sind Utopisten der Gleichheit. Solange diese Utopie eine Utopie ist, unterliegt sie dem mächtigen Widerstand des Selbstverständlichen. Erst wenn aus der Utopie Realität geworden ist, braucht es kaum Mut und nur wenig Verstand, um ihr Recht zu geben. Utopisten kleben selbstverständlich immer am Rand, es sei denn, sie lösen ihre Marketingprobleme. Der Kapitalismus ist in der Krise, weil die Gier ihn lähmt. Zu wenige haben zu viele haben zu wenig. Der Kapitalismus kann nicht ausreichend verkaufen. Er kann nicht ausreichend entwickeln und produzieren. Ihm ist nur mit mehr Verteilungsgerechtigkeit zu helfen. Die Konzeption des hier vorgestellten Monopoly-Spiels fehlt es an solchen Elementen, die eine breite Verteilung des Wohlstandes absichern. Es kommt was Besonderes. In diesem Spiel suchen wir Instruktionen wie folgende. Die Arbeit ist die Quelle des Volkswohlstandes und steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Eine schöne Spielregel. Nächstes, die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl, insbesondere der Gewährleistung eines menschenwürdigen Daseins für alle und der allmählichen Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten. Nächstes, Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Entfaltung der Volkswirtschaft. Und dann, das Geld- und Kreditwesen dient der Wertebeschaffung und der Befriedigung der Bedürfnisse aller Bewohner. Ich habe mal in Bayern Wahlkampf gemacht. Und da hat man mir die Aufgabe gestellt, ich sollte mal eine Verfassung entwickeln, die so formuliert wäre, wie sie ein Sozialist formulieren würde. Und sollte mich da in besonderer Weise auch dem Thema wenden, Kapital und Arbeit. Ich habe dann die Grundsätze so entwickelt und habe dann dies hier vorgetragen. Ich habe zu Beginn der Veranstaltung gesagt, also ich trage euch heute etwas vor, entsprechend dem Thema. Am Ende gibt es eine gute Nachricht und eine schlechte Nachricht. Dann habe ich diese eben Sätze vorgelesen, habe gesagt, die gute Nachricht, das ist eure Verfassung. Das ist nämlich die original bayerische Verfassung, die immer noch gilt. Die schlechte ist, ihr merkt nichts davon. Als ich das vor einiger Zeit noch, als ich im Bundestag war, zitiert habe, hat der heutige parlamentarische Geschäftsführer CDU dazwischen geschrien, Marx, also wollte auch keinen Beifall mir zollen. Und da habe ich ihm gesagt, ja, also wie immer nicht richtig informiert. Das ist die aktuelle bayerische Verfassung und ich finde, dass es hier auch für jemanden von der CDU gehört, dass er dann Beifall klatscht und nicht auf Marx verweist. Also das war eine Falsch- und Fehlinformation. Warum ändern wir nicht die Spielregeln orientiert an solchen Werten, die in der Bayerischen Verfassung enthalten sind? Im Grundgesetz findet man solche klaren Aussagen nicht. Und das ist auch der Geschichte geschuldet. Die Bayerische Verfassung stammt aus dem Jahre 1946. Das heißt, das Ende des Krieges war noch sehr deutlich in den Köpfen
in den Herzen der Menschen verankert. Die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland oder das Grundgesetz, muss ich gar nicht ganz korrekt sagen, nur die Funktion einer Verfassung stammt aus dem Jahr 1948. Und da hat man, dazu komme ich gleich, eben schon mehr Entfernung gehabt. Und diese klaren Aussagen zum Verhältnis von Arbeit und Kapital, Kapitalbildung ist nicht Selbstzweck. Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das ist eigentlich im Grunde genommen das, was die bundesdeutsche Verfassung in Artikel 1 zum Ausdruck bringt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hatten ursprünglich die Formulierung, der Staat ist nicht um seiner selbst willen da, sondern der Staat ist um der Menschen willen da. Das war eigentlich die ursprüngliche Formulierung. Die fand man also etwas sperrig und umständlich. Aber der Kern der Aussage ist völlig klar. Der Staat muss für den Menschen eine dienende Funktion haben und nicht der Mensch für den Staat eine dienende Funktion. Das ist der Ausgangspunkt. Und deswegen sind auch solche klaren Bekenntnisse, also solche werthaltigen klaren Bekenntnisse eigentlich auch die Folge, die unmittelbare Folge, eben, die sich eben aus den Erkenntnissen, auch den Zusammenhängen, den wirtschaftlichen, aber ökonomischen Zusammenhängen im Zweiten Weltkrieg ergaben. Und da gab es eben nicht nur im deutschen Grundgesetz so die Friedenspflicht, sondern es gab eben auch solche Überlegungen, Formulierungen, auch in anderen Länderverfassungen, die alle von 1948 sind, finden sich ähnliche Formulierungen. Also, warum ändern wir nach der Maßgabe solcher Formulierungen die Spielregeln nicht? Warum spielen wir eigentlich das Spiel, das ich eben beschrieben habe, weiterhin fort? Und warum ist auch der Erkenntnisstand im Deutschen Bundestag über das, was eigentlich so unsere Werte wären, so wenig ausgeprägt? Die Ergebnisse, dass es solche Spielregeln nicht gibt, oder sie gibt, aber man sich an diese nicht hält, die sind offenkundig. Auf der einen Seite Gier, Maßlosigkeit und Überheblichkeit und auf der anderen Seite Angst, Armut und verletzte Würde. Und deswegen dürfen wir dieses Spiel nicht weiter spielen. Es ist nicht nur inhuman, es ist auch grober ökonomischer Unfug. Wir müssen der Idiotie des realen Monopoly, einer Utopie einer gerechten Gesellschaft entgegensetzen. Gemeinhin gebraucht man heute das Wort Utopie als gleichbedeutend mit irreal oder Wunschtraum. Das ist unangebracht. Wir leben eigentlich heute in den verwirklichten Utopien der Denker der Vergangenheit. Die Freiheit des Menschen von der Sklaverei war die Utopie der Antike. Gewaltenteilung war die Utopie des ausgehenden Mittelalters. Die repräsentative Demokratie war einmal utopisch. Noch im 18. Jahrhundert waren Rechtsstaatsprinzip und Rechtsweggarantien Utopien. Mit der Einführung des allgemeinen und gleichen Wahlrechts verwandelte sich eine Utopie in eine politische Realität. Das Utopische ist potenzielle Realität. Wer Utopien verachtet, lehnt gesellschaftlichen und politischen Fortschritt ab. Sie kennen sicherlich Ernst Bloch oder Sie haben umso sicherer schon von ihm gehört. Ernst Bloch war Professor der Philosophie an der Leipziger Universität. Er wurde am 8. Juli 1885 in Ludwigshafen am Rhein geboren und starb am 4. August 1977 in Tübingen. Eines seiner Lieblingswörter war das Wort Hoffnung, ein anderes das Wort Utopie. Für ihn war Utopie ein wissenschaftlicher Begriff und zwei Dinge machten diesen Begriff aus. Erstens, die unerhörten Anstrengungen, die es uns Menschen kostet, im Kopf eine Welt zu denken, die wir in der Realität noch nicht erfahren haben. Zweitens, die Pflicht des Menschen, diese Anstrengungen dennoch auf sich zu nehmen. Erst diese Anstrengungen machen uns menschlich. Bloch hätte vermutlich gesagt, wer keine Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Es fehlt ihm etwas, er braucht dringend Hilfe. Wir diskutieren heute die Krisenanfälligkeit der gegenwärtigen Gesellschaft. Wenn wir zudem künftige Krisen für absehbar halten und gerade verhindern wollen, dann reden wir über das Morgen und damit über das, was noch keine Wirklichkeit ist. Wir sprechen dann auch über Utopien. Der vornehmste Text, den wir als Juristen kennen, ist der Text der Verfassung. In Verfassung, auch im Grundgesetz, finden wir Utopien. Denn in Verfassung entdecken wir die Grundvorstellung einer Gesellschaft, die es noch nicht gibt, wenn die Verfassung geschrieben wird.
Die Verfassung ist also nicht der Schlussstein, sondern der Grundstein eines gesellschaftlichen Gebäudes. Als die Mütter und Väter des Grundgesetzes in den Jahren 1948-49 den Grundstein für die westdeutsche Gesellschaft entwarfen, taten sie das inmitten einer elenden Trümmerlandschaft. In einer Zeit, als das wirtschaftliche und soziale Elend allgegenwärtig war, formulierten sie auch eine vorsichtige Utopie des sozialen Staates. Sie wollten kein reales Monopoly errichten, sondern einen sozialen Staat in gleichem Rang mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Föderalismus, fügten sie den Sozialstaat als tragendes Element in das neue Staatsgebäude ein. Ich zitiere Artikel 20 Absatz 1: Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Auch die einzelnen Bundesländer verpflichteten sie in Artikel 28 auf den Grundsatz des sozialen Rechtsstaats. Und in Artikel 79 Absatz 3 unterwarfen sie das Sozialstaatsprinzip der sogenannten Ewigkeitsklausel. Das ist eine Klausel, die praktisch kaum eine andere Verfassung in der Welt kennt, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes gegen ihre eigenen Nachfahren so misstrauisch sind, dass sie gesagt haben, in bestimmten Bereichen entziehen wir euch die Verfügungsbefugnis über eure Verfassung, solange dieses Grundgesetz gilt, frei zu verfügen. Ihr könnt bestimmte Dinge nicht ändern, auch mit hundertprozentiger Mehrheit nicht. Also diese, ich will mal sagen, Entmündigung bezieht sich auf mehrere Prinzipien des Grundgesetzes. Und eines dieser Grundprinzipien, die nicht geändert werden kann, ist das Sozialstaatsprinzip. Also Sozialpolitik nach Kassenlage gibt es danach nicht. Ich frage natürlich, was Sozialpolitik in dem Einzelnen ist und wann diese Grenze überschritten ist, hat die Verfassung selbst nicht gelöst, sondern das ist notwendigerweise eine Aufgabe der Verfassungsrichter, dazu etwas zu sagen. Es besteht aber, das ist unter den westdeutschen Verfassungsjuristen mehr oder weniger unstreitig, es besteht eine verfassungsrechtliche Pflicht, alle Ausgaben, die für den Sozialstaat und zu seinem Erhalt notwendig sind, auch so finanzieren zu können, mit anderen Worten, für die notwendigen Einnahmen zu sorgen, damit das gewährleistet ist. Diejenigen, die diese Pflicht leugnen, sind Verfassungsfeinde, also verdienen die Beobachtung des Verfassungsschutzes. Bestenfalls kann man sie als Verfassungsignoranten bezeichnen. Diese Ignoranz, das muss man allerdings einräumen, wird befördert durch die gegenwärtige Struktur des Grundgesetzes. Und dann komme ich zu dem, was ich eingangs gesagt habe. Denn die Verfassungseltern verfuhren mit den tragenden Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie und des Föderalismus. Das sind praktisch die anderen drei Prinzipien, die unter diese Ewigkeitsklausel fallen, also neben dem Sozialstaatsgebot, viel präziser als mit dem Sozialstaatsgebot. Da haben wir ja nur gehört, als Adjektiv, um das mal grammatikalisch auszudrücken, ist das nur im Grundgesetz enthalten, aber weiter ist es nicht präzisiert. Aber mit diesen anderen, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Föderalismus, haben sie viele, viele Artikel geschaffen, also eine Fülle von Vorschriften, die die Demokratie beschreiben und absichern. Sie schrieben konkrete Freiheitsrechte in die Verfassung, die den Einzelnen Schutz vor der Willkür des Staates verschaffen. Sie konstruierten ein fein abgestimmtes Instrumentarium von Machtverteilung und Machtkontrolle als Wesensmerkmal auch von Demokratie. Doch die Verfassungseltern präzisierten nicht die Pflicht des Staates zur sozialen Aktivität. Sie schufen eben auch keine einklagbaren sozialen Grundrechte, wie das Bundesverfassungsgesetz jetzt beim Existenzminimum gemacht haben. Vielleicht fehlt es ihnen an Mut, vielleicht vermieden sie es auch nur aus Übermut. Mehr wagten sie jedenfalls für die soziale Zukunft der Bundesrepublik Deutschland nicht zu hoffen. Während man noch über diese Utopie beriet, kehrte der Philosoph Ernst Bloch nach Deutschland heim. Er war seit 1933 vor den Nazis durch ganz Europa und dann in die USA geflohen. Und nun ging es ihm wie Thomas Mann, Helene Weigel, wie Bertolt Brecht. Wer seinerzeit nach Deutschland heimkehren wollte, musste ein Deutschland dafür wählen. Denn es gab ja zwei. Bloch wählte sein Deutschland. Ein Jahr vor den abschließenden Beratungen des Grundgesetzes folgte Bloch einem Ruf an die Leipziger Universität als Professor für Philosophie. Im Gepäck hatte er sein Hauptwerk dabei. Er hat es während des Exils in den USA verfasst. Das Hauptwerk trägt einen Titel,
der so gar nicht in das Jahr 1948 zu passen scheint, das Prinzip Hoffnung. Ich sagte schon, das zweite Lieblingswort neben der Utopie des Philosophen. Hoffnung bedeutet für Bloch nicht das Bauen von Luftschlössern oder die Pflege von Wunschbildern. Bei ihm ist die Hoffnung kein Träum, sondern die erste Tat für den Aufbruch in die Zukunft. Menschen, die hoffen, machen sich frei von den Schranken des Denkens ihrer Gegenwart. Sie gewinnen damit die Fähigkeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen. Wer dagegen nicht hofft, wird niemals wissen können, wofür er kämpfen soll. Bloch hoffte auf eine sozialistische Gesellschaft, in der die Gleichen frei und die Freien gleich sind. Und er kämpfte für diese Gesellschaft ein Leben lang. In Leipzig lehrte er seinen Studenten, dass es einmal eine große humane Utopie gegeben hatte, die dann leider in zwei Hälften zerbrochen war. Im frühen 19. Jahrhundert wurde dieser Bruch zu einem Bruch des Humanismus. Er zerfiel in die liberale und in die sozialistische Bewegung. Der Liberalismus richtete sein Hoffen auf die Befreiung des Menschen von staatlicher Erniedrigung und Entrechtung. Der Sozialismus kämpfte für die Befreiung des Menschen von Elend und Mühsal. Dieses Schisma unter Brüdern wollte Bloch als Marxist überwinden, darauf richtete er sein Hoffen. Formulierung: Der aufrechte Gang lebt von dem Bild, dass auf beiden Schultern, auf der einen Schulter eben die Last von staatlicher Bevormundung und Entrechtung ruhen und auf der anderen Schulter eben Not und Elend. Und erst wenn diese Lasten von den Schultern genommen werden, kann der Mensch frei und aufrecht gehen. Das war sein Bild. Und die Befreiung des Menschen in diesem Sinne könne nur glücken, wenn der Mensch unter Gleichen in Freiheit lebe. Das war seine Aussage. Bloch sagte seinen Studenten in Leipzig Sätze wie den folgenden: Die sozialistische Oktoberrevolution ist gewiss nicht dazu bestimmt gewesen, dass die fortwirkenden, in der ganzen Westwelt erinnerten demokratischen Rechte der Französischen Revolution zurückgenommen werden. Und in der Westwelt Deutschlands hatte man die demokratischen Rechte der Französischen Revolution, ich sagte das schon, durch konkrete Freiheitsrechte weitgehend gesichert. Die soziale Oktoberrevolution dagegen empfand man als in der politischen Wirklichkeit fortwirkende ernste Bedrohung. Das Schisma, das Bloch beschrieben hatte, war zu einem nationalen Schisma der Deutschen geworden. Zwischen dem Reich der Freien und dem Reich der Gleichen verlief der Stacheldraht. Doch auch in der Bundesrepublik hatte man sich mit der Sozialstaatlichkeit, mit den beiden Adjektiva, eine eigene bescheidene soziale Utopie gegeben. Diese Utopie war klein auf dem Papier der Verfassung, nur als Adjektiv. In der Wirklichkeit wuchs sie sich jedoch ganz beachtlich aus. Das lag nicht nur daran, dass die Bundesrepublik sich aus der Asche zu einer der stärksten Wirtschaftsmächte der Welt entwickelte. Es lag auch daran, dass man im Osten des Landes ein Paradies der sozialen Gleichheit versprach. Am 17. August 1956 formulierten die Richter des Bundesverfassungsgerichts eine großzügige Interpretation des schmalen sozialen Verfassungstextes. Ich zitiere: Die freiheitliche Demokratie ist von der Auffassung durchdrungen, dass es gelingen könne, Freiheit und Gleichheit der Bürger trotz der nicht zu übersehenden Spannung zwischen diesen beiden Werten allmählich zu immer größer werdender Wirksamkeit zu entfalten und bis zu einem überhaupt erreichbaren Optimum zu steigern. Das ist also die Anforderung. Und es ist ein Satz, dessen Hintergrund noch bemerkenswerter ist als sein Inhalt. Denn dieser Satz stammt nicht aus einer der vielen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zum Umfang der bundesdeutschen Sozialstaatlichkeit. Diese Passage entstammt vielmehr der Begründung eines Urteils, mit dem das Gericht die Kommunistische Partei Deutschlands verbot. Der Zusammenhang liegt auf der Hand. Das Gericht versprach der Gesellschaft, dass es unnötig ist, für das Ziel sozialer Gleichstellung den demokratischen Staat zu stürzen. In einem reichen Land sei das Optimum zwischen Freiheit und Gleichheit schließlich viel mehr als ein Almosen und der Reichtum sei immer auch ein Allgemeingut. So steht es auch zum Eigentum in Artikel 14 unseres Grundgesetzes. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohl der Allgemeinheit dienen. Das ist aber einer totalen politischen Amnesie anheimgefallen. Das war eigentlich der Leitgedanke, der
längere Zeit in der Bundesrepublik Früchte trug. Die Renten stiegen auf ein erträgliches Maß, die Krankenversorgung verbesserte sich stetig, die Unterstützungsleistungen für Arbeitslose und Berufsunfähige entwickelten sich günstig. Der Staat geizte nicht bei der Förderung und Bildung der sozial Schwächeren, BAföG und andere Sachen wurden eingeführt. Die Schichten der Gesellschaft wurden durchlässiger und der Gegensatz zwischen Arm und Reich klaffte weit weniger stark auseinander, als es heute mittlerweile der Fall ist. Zu den Lebenslügen der westdeutschen Gesellschaft gehört die irrige Vorstellung, dass man sich diese soziale Entwicklung nur selbst zu verdanken hatte. Wäre dem so, so würde diese Entwicklung noch heute stattfinden. In Wahrheit war das Ringen um Gleichheit in der Freiheit auch dem Systemwettstreit geschuldet. Die Bundesrepublik suchte nicht nachhaltig nach einer Formel, wie das das Bundesverfassungsgericht eigentlich gefordert hat, für eine Einheit aus Wirtschafts- und Sozialpolitik. Auch sie war immerhin ein Land, das dichte Netze spannt, um Menschen vor Elend und Erniedrigung zu bewahren. Und der Kapitalismus musste zu seinem Überleben beweisen, dass er auch für sozialen Fortschritt sorgen konnte. Und ausgerechnet Ernst Bloch sollte ihm dabei helfen. Man sagt, die Leipziger Studenten der 50er Jahre liebten Bloch, vielleicht auch deshalb, weil das Hoffen das Privileg der Jugend ist und der seinerzeit über 60-Jährige ihn mit seiner Hoffnungsphilosophie zeitlos jung erscheinen musste. Ich stelle mir vor, dass sie gemeinsam hofften, ein Deutschland aufzubauen, das mit allen Übeln seiner Vergangenheit gebrochen hatte. Ein Land ohne Nazis in den Führungsetagen von Wirtschaft und Politik, ein Land des Friedens, ein Land ohne Ausbeutung mit gerecht verteiltem Wohlstand, ein Land, in dem jeder frei leben, frei sprechen und denken kann, ein Land, in dem man die Unfähigkeit der Mächtigen offen kritisieren darf, ein Land, in dem die Wahrheit diskutiert und nicht verordnet wird, ein Land, in dem das Schisma des Humanismus überwunden wird. 1957 reichte es der SED. Ernst Bloch wurde zwangsemeritiert. Er galt fortan als Verführer der Jugend. Vielleicht hat ihn das stolz gemacht. Sokrates hatte man dasselbe vorgeworfen. Aber dem reichte man den Giftbecher. Bloch wurde nur schikaniert. Seine Schriften wurden nicht mehr gedruckt. In der Öffentlichkeit durfte er nicht mehr auftreten. Für einen Philosophen bedeutet das natürlich Arbeitsverbot. Und nach dem Bau der Berliner Mauer entschied er sich für die Bundesrepublik. Nun wählte er doch das andere Deutschland. Kenner seiner Schriften sagen allerdings, dass sich seine Philosophie damit kein Stück verändert hatte. Er vertrat dieselben Kernthesen mit denselben Argumenten. Es ist wohl nur so, dass es ihm leichter fiel, in der Welt der Freiheit für mehr Gleichheit zu kämpfen, als in der Welt der Gleichheit für mehr Freiheit. In der Alten Universitätsstadt Tübingen hielt er seine Antrittsvorlesung unter dem Titel »Kann Hoffnung enttäuscht werden?« Bloch antwortete fröhlich, gewiss kann sie das, und wie? Doch bis zu seinem Tod hoffte er weiter. Die Bundesrepublik Deutschland, sagt er schon, fand nie zu einem Optimum, so wie es das Verfassungsgericht gefordert, bei der Vermittlung von Freiheit und Gleichheit. Noch schlimmer, das hatte ich schon angedeutet, ist es, dass sie diese Suche nach dem Optimum plötzlich aufgab. Im Herbst 1989 stürzten die Menschen der DDR den real existierenden Sozialismus und damit das Konkurrenzmodell zur Bundesrepublik. Als sie im Frühjahr 1990 die Wiedervereinigung forderten, entschiedeten sie sich nicht nur für Freiheit, sie votierten für Freiheit in sozialer Sicherheit. Die geschichtliche Ironie ist bitter. Mit diesem Votum endete der Systemwettstreit und damit die Chance, genau dieses Votum einzulösen. Auch die konservative Frankfurter Allgemeine Zeitung räumte das in einem Artikel ein. Ich zitiere das mal, trotz der begrifflichen Unschärfe im Zitat. Manchem wird erst jetzt bewusst, wie sehr die Konkurrenz des Kommunismus, solange sie bestand, auch den Kapitalismus gebändigt hat. 1989 endete nicht nur der erste historische Sozialismus, sondern es endete vorerst auch der Kampf des Kapitalismus um sein Dasein. Theo Sommer hat das in der Zeit mal gesagt, der Kapitalismus hat nicht gesiegt, er ist nur übrig geblieben. Das Grundgesetz wurde die Verfassung des geeinten Deutschlands. Doch seine kleinen sozialen Passagen wurden nun plötzlich ganz anders gelesen oder schlicht ignoriert. Auch die Interpretation des Bundesverfassungsgerichts geht nun gänzlich in Vergessenheit. Ab Mitte der 90er Jahre setzte ein massiver Rückbau sozialer Leistungen ein. Die soziale Utopie der Verfassung errichtete man einst unter den allerschlimmsten wirtschaftlichen Bedingungen. Nun sollten die behaupteten Bedürfnisse einer blühenden Wirtschaft herhalten, um Sozialabbau zu rechtfertigen.
Und nun wurde das Brettspiel des realen Monopolis über das Land ausgebreitet. Die Staatsdoktrin der neoliberalen Politik wurde die Brotkrumentheorie. Man muss die Tische der Reichen füllen, bis sie sich biegen, dann fielen alle mal genug Krümel in die Münder der Armen herab. Die Brotkrumentheorie besagt, in einer weltweiten Finanzkrise muss man wieder viel Brot auf die Tische der Banken und Unternehmer türmen, sonst fehlt es an den Krümeln für die Arbeitnehmer. Nur von der gesellschaftlichen Verteilung des gesellschaftlichen Brotes handelt diese Theorie schon im Ansatz nicht. Sie hat nichts zu tun mit der Suche nach dem Optimum zwischen Freiheit und Gleichheit. Sie ist die Verachtung dieser Suche. Sie ist die Verachtung der Hoffnung auf die Erfüllung der humanen Utopie. Kann Hoffnung enttäuscht werden? Ja. Muss man sich mit der Hoffnung mäßigen, wenn sie enttäuscht wird? Nein. Was sollten wir schlussfolgern aus einem Kapitalismus, der zu sozialen Leistungen nur unter großem Druck fähig ist? Dass wir wieder Druck machen müssen. Deswegen schlage ich vor, wir sollten uns hoffen bestätigen, im Blochschen Sinne. Nicht, indem wir Luftschlösser bauen oder Wunschbilder nachhängen, sondern indem wir die Pflicht auf uns nehmen, die humane Utopie zu entwickeln, die weder im Osten noch im Westen jemals verwirklicht wurde. Die Überwindung des humanen Schismas. Die alte Aufgabe ist immer noch unerfüllt. Wir müssen sie erfüllen. Dieses Tribunal kann auch dazu einen Beitrag leisten. Für ein Land, in dem die Freien gleich und die Gleichen frei sind. Nur für den einen Teil dieser Utopie gibt es bereits ein bewährtes Verfassungsgebäude. Die soziale Utopie war viel zu zaghaft formuliert. Verfassungstexte können eine gewaltige Macht haben. Sie sind die Formulierung einer Utopie, die verpflichtet und berechtigt. Sie sind Grundsteine der Gesellschaft und deshalb die Hoffnung, auf die sich bauen lässt. Sie zwingen die Institutionen des Staates und sie können den Einzelnen in hohem Maße Selbstbewusstsein und Kraft geben. Wem man in der Bundesrepublik den Mund verbietet, der wird sagen, ich kenne meine Grundrechte, ich darf sagen, was ich für richtig halte, ich füge mich nicht. Das hat Herr Böhmermann bestimmt auch gedacht. Doch wenn man in der Bundesrepublik jemanden wegen Mietrückstände auf die Straße setzt, der wird sagen, das ist der schlimme Lauf der Dinge, ich muss mich fügen. Es gibt kein Grundrecht auf Wohnung, das sicherstellt, dass man dann auch eine Wohnung behält und das dann in besonderer Weise eben dies als einklagbares Recht, sondern nur als eben objektive Pflicht des Staates, so wie das eben beim sozialen Existenzminimum der Fall ist, dass so etwas garantiert. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Verfassung nicht nur vor Entrechtung und Entmündung durch den Staat schützt, sondern auch vor Verelendung. Und es gibt Texte. Die Fraktion der Linken hat in der 16. Wahlperiode im Bundestag zwei Gesetze, ich sage das mal so, zur Rettung des Kapitalismus eingebracht. Sie hat das nur nicht so genannt. Der erste Entwurf sah die Einführung sozialer Grundrechte in die Verfassung vor. Ebenso wie die Freiheitsrechte sollten die neuen sozialen Grundrechte echte, einklagbare Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger gegen den Staat schaffen. Der Katalog umfasst ein Grundrecht auf soziale Sicherung, ein Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum, ein Grundrecht auf gesundheitliche Daseinsfürsorge und auch ein Recht auf Migration. Ein Grundrecht auf Mindestlohn würde die alltägliche Enteignung der Lohnabhängigen keineswegs beseitigen, sehr wohl aber ihren Grad erheblich mindern. Ein Grundrecht auf Wohnen stellte die Politik die Aufgabe, durch Markteingriffe und eigene Initiativen für bezahlbaren Wohnraum zu sorgen. Ein Grundrecht auf Gesundheit würde nicht nur die medizinische Versorgung von Millionen verbessern, sondern auch einen Beschäftigungs- und Innovationsschub im medizinischen Wirtschaftszweig auslösen. Ein Grundrecht auf Bildung für den personellen Auf- und Ausbau von Schulen und Universitäten erfordern. Und der zweite Gesetzentwurf konkretisiert das Sozialstaatsprinzip. Es erweitert die Handlungsmacht des Staates durch ein Verbot der Aufgabenprivatisierung. Ein solches Verbot der Privatisierung, sowas enthielt auch die Bayerische Verfassung, staatlicher Daseinsvorsorge, würde die Preise für Strom, Wasser und Abwasser vom Gewinninteresse der Konzerne abkoppeln und senken. Ein neues Gleichbehandlungsgebot untersagt Diskriminierung wegen der sozialen Stellung eines Menschen. Bestehende Benachteiligungen sind zu beseitigen. Ein sozial gerechtes Verfahrensrecht bei den Gerichten sorgt für Chancengleichheit vor den Gerichten. Dem Prekariat im Rechtsweg könnte so begegnet werden. Einrichtungen und Aufgaben der Daseinsvorsorge wie Energie, Wasser und Bahn dürfen nicht weiter privatisiert werden. Das Gleiche gilt für andere staatliche Kernaufgaben. Erfolgte Privatisierungen sind rückgängig zu machen.
Ein konkretisiertes Sozialstaatsprinzip zwinge den Staat zur Herstellung einer gerechten Sozialordnung dazu, sich der Einnahmen zu versehen, die er zur Erfüllung seiner umfangreichen sozialen Pflichten benötigt. Wer soll das bezahlen? Das bezahlt der Kapitalismus, denn um seine Rettung geht es schließlich. Vielen Dank. Also nochmals vielen Dank, dass Sie die eine Stunde ausgehalten haben. Also ich habe schon in die Gesichter geguckt. Also die ersten Ermüdungserscheinungen waren erkennbar, aber Sie haben alle wacker gekämpft. Nochmals vielen Dank. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich bedanke mich bei Wolfgang Neskowitsch dafür, dass kein Trailer kommt. Und thank you very much, Professor Sesson. Many new people coming to Europe during these years and days too, and many people see this, already living here, see this as a constraint on their own lives. How come? Is it for a psychological reason, or much more for economic reasons? Well, psychology is not something I can handle well. I'm absolutely, my husband always says, I may have a spiritual life, but I certainly do not have a psychological life. So that's just to to clarify. But I think that, what we're seeing, in my opinion, is the beginning of a whole new history. And we're not ready for it. So there are, yes, the war refugees. That's an old story in Europe, certainly. You know, you have had many histories of that. And then we have the regular migrants. But then there is, you know, and the migrant is always a strong subject. A subject who's left behind a home, a community, wants to maybe go back, wants to support it. And both the migrant and the refugee are recognized in law. UNHCR for refugees, and the whole variety, some good, some very bad, laws that national states have passed. But what I think is that we see an emergent third type of subject. And that is one for whom we lack law, we lack regime, we lack recognition. And so one very quick way of putting it is vast expansion of mining. Just think of the seven critical elements that our electronic revolution has brought about, and that mining is brutal mining. Massive amount of plantations being developed, throwing out smallholders. Desertification, you know, this climate change. I think climate change always is far too pretty a word for what we're talking about. I like to say dead land, dead water. Anyhow, we have desertification and we have flooding. And then we have the expansion of cities, office parks, all of that is, the estimates are, throwing out from their habitat up to 3 million people every year. A few have come to Europe, and we lack a regime to understand that. So one of my projects right now is, how do we develop a regime that makes visible that these are people, they're a different kind of refugee, but they have been thrown out from their land, from their habitat, and we should make, certainly the mining companies, the plantation corporations,
the absolutely irresponsible expansion of building, you know, etc., without taking cognition. So I think there is work to be done. And as I said, I think this is an emergent history. That's going to, this is the merest beginning. And that third subject is invisible to the law. I love that image. I don't know what you as a legal scholar think of that. But this notion that there is a subject that we do not see. I mean, we see but the eye of the law can't see that. And we need to recognize that subject. So it's not a war refugee. It's a, in quotation marks, economic development refugee would be one. I mean, economic development here with a slightly negative connotation. So that for me is a major challenge. Europe has been hit. Europe is surrounded by other continents, you know, unlike the United States, which can exist in its own isolation. And that is one critical issue that I think we need to confront. Thank you. The psychology of that, I really don't know anything about. I mean, I don't know what that is. I just know hardcore facts. Yes. Yeah. Great, yeah. I just tried to refer to the topic of the day of the capitalism tribunal. Oh my God. But I see. Yeah, yeah. Forget what don't, I said. Don't worry. Let's just pretend yes. that I... Take me as the clown that you need, maybe. No problem for me. But referring to your concept of the global cities, what would it be then... from an economic point of view, will I have to pay the rent in an economically in a fair way organized city? Well, here I want to invoke. I totally agree with some of the issues that were raised by our distinguished colleague, and that the built-in injustices, the built-in invisibilities, you know, about certain sort of issues and the negative consequences that are part of our Western law, though that Western law chain is quite different across different countries. But I think that, just to pick up on the global city part of your question, as opposed to the rent, paying the rent, I mean, what we're seeing is it's a familiar subject, growing inequality, growing displacement of people, et cetera, et cetera. Our built environments in all our cities, it looks like everything is going extremely well. That's a 20%, that's not the 1%, that's a 20% who's actually benefited enormously from this phase. And it, in its material condition, we tend to think if it's material, it's real, you know, it's not a fiction. But in its material condition, it actually is not giving us the full story, because the impression is more prosperity. Hence, the person might think there's something wrong with me because I'm just getting poorer, right? And the majority of people are getting poorer. So there is a massive amount of displacement, expelling, that is invisible. That is not about the migrants coming in. That is about regular, often citizens or long-term residents. But I want to pick up on the question of the city to bring out another element. And this is the question of the frontier. So historically, the frontier was at the edges of empire. And basically and I define the frontier as a zone where actors from different worlds have an encounter for which there are no established rules of engagement. That's an interesting proposition, because we're dealing with that. Whether that's the migrants, whether that is the impoverished middle class who does not know anymore, who am I, you know, vis-a-vis the rich 20%. But today, I think the only frontier that we have, the real frontier, I want to make this a very serious concept, is in our big cities. And that's interesting. So I like to invoke what the fighting poor in Latin America, I grew up in Latin America. In Latin America, say, which is, estamos presentes. We're present. We're here in the cities. That's very different from the historic frontier. Our big cities, so I must say, today when I walked totally lost here for an hour among these grand buildings, I didn't quite see that kind of city, you know, where the fighting poor might say, this is also my city, you know, this is grand, this is your imperial history here. It's very beautiful, I must say, absolutely stunningly beautiful buildings. But so for me, maintaining the city as real city, which means a bit of messy, I always think of the city as a complex but incomplete system.
And in that mix of complexity and incompleteness lies the historic capacity of cities to outlive all kinds of far more formalized but closed power systems. So for instance, one, just as a footnote, one exercise that I do is what has happened with all the big corporations in London and in New York City. They're mostly dead, almost all of them. But the city has kept on living, you see. I mean the historic corporations, right? What might have been there 50 years ago, 100 years ago. And so the city's a very special space. So when you talk to me about global city, what I'm thinking is a space that cannot be fully controlled. It's a space where this global capitalism that we have now has one moment where it actually becomes, it hits the ground, because so much of it is not quite, you know, material. It hits the ground, becomes men and women who want it all, and in that wanting it all and getting it all, produce a vast shadow effect. You know, they are, it's their city. And out of that comes the possibility of contestation, of confrontation, of saying, I don't want this, I don't want this. And so in that sense, keeping these cities as real cities, which means a frontier zone, which means that those without power can have their neighborhoods, can make histories, can make, you know, local economies, etc. And that is sort of, to me, when, you know, most of the cities that are cosmopolitans are very mixed. They are really, the migrants made that cosmopolitanism. So in that sense, that part of the global city, as opposed to the capital and the intermediation function that I've written so much about, which is a negative, that part of the city is very important. That is where new histories can be made. That is where those without power can actually make a history, as opposed to the old frontier, you know, of the imperial age. That's sort of gone. That's a plantation economy, that's a mine, there's nothing there. Now I am part-time working in a free association of taxi drivers here in Vienna and in Berlin as well. Call it Uber. But no, not Uber. Yes, but now we have to cope with Uber, and so on the one hand we have to cope with stressful people coming into the car, and going for the next job or whatever, or the next date, and on the other hand there's digital progress, which is interesting and we use it too, but is endangering our jobs and our There you work. Have it. See, in the city you can at least have the battle. You can engage. You know, in Switzerland, the local drivers who are mostly immigrant descendants at least said, you know what, they invoked one very simple issue against Uber, no insurance. And they won. You see, but at least in the city you can have that battle, whereas a plantation, which historically was a place where you could battle, you know, but today they're militarized. Mines, militarized control. You cannot fight. The one place where one can still actually have sort of mano a mano, a bit, not completely, is in big cities. So you can fight Uber. You have to find what is the vector that you can deploy, you know, against Uber. Now, there are certain regimes, like in New York City, they just don't care. So anything goes. So Uber also is there. But there are other places, I would assume Vienna is one of them, or Austria, where you can have a fight about yes. it. But at least, isn't it the aim of at least any struggle to set in new rules? And did we, as leftists, forgot about that and talk about a lot of things, but not about changing economic rules in the end? So for me it would, yeah. Yeah, but sure, but that is just one element, you know, and, mm-hmm. and again, in Switzerland they found that very little bit insurance. And the local governments didn't like the notion that there was no insurance to cover an accident or something like that. And they won. So you know, these are very empirical issues, so it depends what the issue is, what the place is, what the options are. But making rules is one part, certainly, of it. We call that also civilization, you know, that we have made rules to run stuff and all of that, right? So a realistic kind of perspective would be a republican communism within global cities. That sounds great. We should give that a try. We could try digitally inventing such a kind of space. You know, I mean,
Okay, now I may introduce Guillaume Paoli to you, inventor of the Happy Unemployed and philosopher from Berlin and France. What was the question? Yes, just I wanted to know, now Uber is threatening my kind of job, and now you say they are happy unemployed. I mean, I love that philosophy and follow it, but isn't it a bit, may I continue in German now? Ist es nicht ein bisschen seltsam? Wie mache ich denn das jetzt? Also einerseits darf ich jetzt mich freuen, noch mehr Zeit zu haben, weil jetzt bin ich ja meinen Job als Taxifahrer los, aber dann habe ich ja überhaupt gar kein Auskommen mehr oder muss mich auf die österreichischen Sozialstandards am Ende dann doch irgendwie verlassen? Okay. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen verwirrt jetzt. Also wir wollten über Psychologie am Anfang reden, dann ging es ganz stark also Richtung Recht. Also alles sehr interessant und dann also die Stadt und jetzt muss ich über die Position. Aber da bin ich ein bisschen, das ist mir ein bisschen entweder zu schnell oder zu wirr. Also ich weiß auch nicht, weil ich gern, also vielleicht wollen die auch mehr diskutieren und nicht nur, also oder? Und ich bin auch kein Psychologe, also, aber ich hatte mich da ein bisschen vorbereitet. Also für diese, okay, dann leg doch damit los. So war der Titel. Und ich fand doch ein paar Elemente interessant in ihren beiden Aussagen. Deswegen vielleicht können wir darauf anknüpfen, wenn du nicht, also in keinster ich mein, Weise. Leg damit los. Ich wollte den Ball deine, auch nur mit deinem Problem, spielen, mit deiner, du kannst die Metapher wir können auch wieder, da, darüber wieder abhaken. Dann später reden. Also, aber ich meine, das ist nicht unbedingt das Thema. Es gab doch also ein paar psychologische Betrachtungen in ihrer, also schon in ihrer Aussage, wenn sie. Should we talk all in English? Sie Deutsch, über mein Deutsch auch. So. Ah, gut. Beinahe alles. Aber das ist Französisch-Deutsch, ne? Sie wissen schon, also das ist, wir müssen aufpassen. Weil das Thema, erstens, also das Wort Gier ist gefallen. Und also Sie haben so eine Gesellschaft, eine Art so retroaktive Utopie beschrieben, so 50er Jahre, wo alles doch irgendwie so ein Gleichgewicht war. Und dann, also wie manchmal wie eine Mayonnaise macht, also dann klappt das nicht. Und das Ei ist auf der einen Seite und das Öl auf der anderen Seite. Und da ist es so, also die einen sind gierig und reich geworden, die anderen ängstlich und arm. Aber das eben, da finde ich eben auch ein Problem dabei. Also wenn man wirklich diese Sicht der Gesellschaft hat, also gibt es viele Elemente, die dafür sprechen. Aber erstens, wieso hat sich dann Gier auf einmal so entwickelt in den 80er, 90er Jahren? Also war das nicht, wieso, wenn man das so auf eine moralische Ebene, eine moralische Entwicklung erklären will, dann fehlt etwas, also, weil es gibt bestimmt so, dass also diese Gier also nach Geld war immer da und es gab aber bestimmte Bedingungen, die sie dann favorisiert haben. Und Angst auch und ist Angst, das, also diese Trennung ist mir auch ein bisschen zu wie gesagt, Klasse gegen Klasse fast, ne? Also praktisch, dass die Bürger oder die Menschen sich in zwei Gruppen, die radikal verschieden sind, also die einen, die Gierigen, die Bösen und die Mehrheit, die Guten, wir, ist das nicht ein bisschen zu, also, und deswegen, ich komme auf diese Idee, weil da ist, fehlt vielleicht ein bisschen doch also ein bisschen mehr psychologische Untersuchungen auch. Also nicht nur dass die Struktur, wir wissen, die Strukturen haben sich verändert, aber wie haben die Strukturen, die Psychologien auch verändert? Und das ist, glaube ich, eine wichtige Frage heute. Und das auch, also wenn wir über die Stadt sprechen, kann man das auch sagen. Ich glaube, das Problem, es gab natürlich, die Städte waren immer ein Ort, also
Stadtluft macht frei, ja, da waren immer ein Ort der Freiheit und auch der Migration. Und das war manchmal, also es ist nicht, man muss das nicht so schön darstellen, es gab auch viele Konflikte, aber trotzdem hatten, weil die Städte organisch gewachsen waren, konnten sie dann eben Migrantenwellen ziemlich gut integrieren, aber integrieren wirklich jetzt im Sinne der Mayonnaise, ne, von dem ich geredet habe vorhin. Das Problem ist, dass, dass heute eben durch die Entwicklung der Städte, dass es eben diese Stadtviertel, diese Nachbarschaften, diese so organisch gewachsene Gemeinschaften meistens, also ich rede jetzt von Städten des Nordens, es ist natürlich anders in anderen Teilen der Welt, das gibt es gar nicht mehr. Allein, und natürlich haben auch die Eigentumsverhältnisse dazu beigetragen, ne, dass also das praktisch die Stadtzentren also von Wohneigentümer bewohnt werden und die Armen werden dann irgendwo versetzt in Banlieues, wo sie oder Trabantenstädte oder Wohnblocks, ja. Und ich glaube, diese Angst jetzt vor der neuen Migrantenwelle ist eine Angst des einzelnen Menschen, des vereinzelten Menschen, weil es eben nicht mehr diese, also es ist nicht, dass sie die Angst haben, eine Gemeinschaft zu verlieren. Die haben keine. Ja, und ich glaube, das ist eben, glaube ich, da so mit dieser, da haben wir wieder mal diese Frage der Atomisierung, ja, also die so sich praktisch in ihren beiden Beiträgen dann finden und die vielleicht dann eben auch eine psychologische Komponente haben, die wir, worüber wir auch reden können. Na ja, gut, klar. Aber also gibt es denn einen Versuch, sozusagen die Psychologie des also einen psychologischen Kern des Kapitalismus auszumachen? Also ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass Herr Klein was sagt. Also ich habe schon sehr viel gesagt, die anderen haben deutlich weniger gesagt und Herr Klein hat noch gar nichts gesagt. Also Herr Klein, Sie sind dran. Oh, well, okay. Listening to Mr. Sasson, I was all into English, so I wanted to continue in English and have three. Ja, Sie können es auf Deutsch sagen. Besser als ich Englisch. Alles klar, gut. Sie mich ausgrenzen. Nein, das möchte ich auf gar keinen Fall. Herr Neskovic, auf gar keinen Fall. Oh wei, oh wei. Eingeführt wurde ich hier als Systemtheoretiker und Kybernetiker. Und aus der Position würde ich auch ganz gerne drei Punkte formulieren, auf all das bis jetzt Gehörte, aber einsteigen mit einer eigenen Perspektive auch nochmal, um das Nachdenken über den Kapitalismus und die Kritik des Kapitalismus noch ein bisschen anzuregen und ihm einen Rahmen zu geben. Und einsteigen möchte ich mit Theodor W. Adornos bekanntem Bonmot aus der Minima Moralia. Es gibt kein richtiges Leben im falschen Leben, was den Blick lenkt auf die Rahmen, in denen sich all das abspielt, was wir beschreiben, auf einer empirischen Ebene in der Kapitalismuskritik. Als Systemtheoretiker möchte ich den Blick auch nochmal wenden auf die vielbeschworene unsichtbare Hand und an dem berühmten Buch hatte ich auch die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen und ihr verbal mal ein wenig auf die Finger zu klopfen. Wir haben im Nachgang der Aufklärung zwei große Rezeptionsverkürzungen all der humanistischen Ideen und die Ideale des 17. Jahrhunderts. Und eine davon ist eben diese vielbeschworene unsichtbare Hand, mit der Adam Smith das Gleichgewicht auf Märkten beschreiben wollte und eine Metapher zur Illustrierung verwendete, dass auf Märkten wie mit einer unsichtbaren Hand ein Gleichgewicht, eine Balance entsteht zwischen dem Produzierenden und dem Konsumierenden. Für die Zeitgenossen Adam Smith war ganz klar eine ordnende Hand, eine wohlmeinende, ordnende Hand kann nur die Hand Gottes sein.
eine Verschiebung eines Bildes, die unbedingt in dieser Zeit und im weiteren Verlauf dazu führte, dass wir die unsichtbare Hand, Selbstorganisation als Phänomen unbedingt und immer positiv konnotieren. Sie kennen das jetzt auch aus den zeitgenössischen Diskussionen in der Organisationstheorie, wenn es um Innovation geht, wenn es um Startups geht, auch wenn es um soziale Organisation geht. Sobald etwas als Selbstorganisation daherkommt, glauben wir, das ist dann gut. Und an der Stelle möchte ich als Systemtheoretiker ein Warnschild aufstellen und sagen, Vorsicht! Die unsichtbare Hand beschreibt einen Emergenzprozess, der weder gut noch schlecht ist, den wir aber besser kritisch beobachten, um zu schauen, ob das, was als Ergebnis am Ende steht, der Dinge, die dort emergieren, die passieren, das dynamische Wechselspiel der Akteure am Markt, ein gedeihliches ist oder ein katastrophales, wie wir es in unserem zeitgenössischen Wirtschaften auf der Grundlage unserer zeitgenössischen Wirtschaftsordnung erleben. Und an dieser Stelle, und das wäre mein zweiter Punkt, würde ich gerne anknüpfen an Herrn Netkovic und die Skala zwischen Freiheit und Gleichheit umwidmen in eine Skala von Freiheit und Ordnung. Ein transformatives Element, das bezieht sich dann auch auf die Global Cities und das, was dort passiert. Freiheit, die transformative Kräfte hat, wie wir sie auch gerne im Markt sehen, wie wir sie im Wirtschaften, in unserer Wirtschaftsordnung immer wieder anstacheln, gemeinsam davon profitieren. Und auf der anderen Seite eine Ordnung, die die Exzesse einschränkt und die diese Freiheit überhaupt erst möglich macht. Wir hatten vorhin den historischen Rekurs auf die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist schon ganz, ganz lange her. Und der Generation damals war es sehr, sehr viel bewusster als uns heute, wie sehr die Dinge aus dem Ruder laufen können, wenn wir nicht darauf Acht geben. Und an dieser Stelle ein kurzer dritter Punkt, um auch nochmal die Global Cities einzubeziehen. Städte mit ihren Möglichkeiten, mit ihren freiheitlichen Möglichkeiten erscheinen mir in diesem Kontext als große Laboratorien, in denen viel Neues entstehen kann, von denen wir kollektiv in der Gestaltung von Ordnung profitieren können, wenn wir es uns erlauben, dort aufmerksam hinzuschauen und ja, zu ernten, was es dort an Neuem gibt, um es zu integrieren, nicht nur laufen zu lassen, uns daran zu freuen, wie an einer blühenden Blumenwiese innerhalb einer Stadt, sondern zu ernten und das zu überführen in kluge Ordnung, in kluge Regelungen, die eine Wirtschaftsordnung gestalten, die in ihrer Emergenz, und hier bemühe ich wieder die Invisible Hand, zu einem gedeihlichen Ergebnis führen, weil wir vorher darauf aufgepasst haben, im Prozess, was hinterher rauskommen wird. So at least thus the left has to get normative again. Did we forget about that? Sehr aufmerksam beobachtet, aber ich habe noch ein psychologisches Hemmnis, um dabei der Psychologie zu bleiben. Ich habe schon so viel geredet und deswegen möchte ich den anderen hier die Möglichkeit geben, erstmal zu reden. Also auf diese Psychologieebene können wir uns einlassen, aber nachher komme ich auch nochmal zu den Aspekten. Also ich würde doch Ihnen erstmal den Vorrang geben wollen. Do people understand my English? I speak it with an accent, by the way. It's a foreign accent, mixed accent, but maybe that makes it easier to understand. So I'll just pick up on quickly what you said. Yes and no. Yes, 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 a lot of the good things you said. No, because it's too ordered. It's like this invisible hand. First, I want to put on the table a fact that most people seem to forget. The market, the Adam Smith market, is a producer's market. And that makes a lot of, it's not the market as we define it now in microeconomics, which is this in-between
No, it's a, you know, if my tomatoes are bigger, the village, huh, than your tomatoes, I can charge more. It's a producer's market. And you know that a lot of the new scholarship on markets has returned to that notion, that markets are producer's markets. So that is an important point. In other words, that already takes away some of this beautiful sort of equilibrium that you pointed to. Because, you know, there is something that generates a rule. And in your discussion, it's a balance. Huh? Now, I agree with a lot of the stuff that you said. I do think that certainly when I look at finance, very different, algorithmic math, nothing to do with microeconomics. There, it's these are open systems. Cities are open systems. That's a very, now you, if you do cybernetics, then you know exactly what I, those are very different types of systems. So I think that Adam Smith, the critical in this particular subject, is to point out the importance of the producer markets, which got lost in a lot of the microeconomics that the English then produced later on. I mean, he was actually much, much closer to the reality than the microeconomics. But today, and I want to come back to a couple of things that connect to you and perhaps to a big question that was in your, you know, trying to understand the sort of the decay of certain possibilities, you know, the negatives that multiply. And so in my reading, the 1980s, in this kind of capitalism that we're living through, this global capitalism, is really a critical period. And it seems to me that capitalism has always had its limitations, its negatives. But there was this period when the dominant logic is mass consumption. It means that no matter whether they are nice or evil, they want more income, the sons and daughters doing better, governments providing social welfare, providing medicine, you know, medical services, et cetera, et cetera. Well, that really comes to an end, almost a crashing end in many ways in the 1980s, when a new logic emerges. And if I want to put it brutally, for the sake of clarity, though brutally always contains a truth to it, huh? I think we shift. Mass consumption still goes on, but it's not the dominant logic. The dominant logic is a logic of extraction, like mining. You extract, and when you're done extracting, you're done, and you move on. There is no notion, oh, let's make sure that there is a future here. No. Finance, high finance, is extractive. Let me put that on the table. It's a bit of a provocation. I'm sure that this provokes you a bit. Maybe not. Maybe not. Okay. So the traditional bank sells money it has, you know, and the more everybody's doing well, the better for the traditional bank. Finance sells something it does not have. And in selling what it does not have lies both its danger, it has to invade other sectors to extract, and its brilliance, algorithmic math. Goldman Sachs had 100, at the high point, yeah, because finance is on the other side of the curve now, but at the high point had 100 physicists, brilliant people, sitting where before the secretaries used to sit. Secretaries don't exist anymore, or they are whatever, they chipped out work. So just to give you a sense, right? And so what we're dealing with today, and when I think about a dominant logic of this post-1980, so I'm throwing in some hardcore sort of economic and organizational issues to your more philosophic disquisition about capitalism, and both are, of course, presences. What we have now is an extractive logic. Let me give you a very little example where you even see it there. Student debt. Huh? Studenten, wie sagt man das? Debt. Kredite. Kredite always sounds positive in English. Credit means you have it. But this is debt. Okay, it's negative. Huh? I mean it negatively. So student debt in the United States reached $1 trillion a while ago. Plus they developed a law that prevents all of these students, now past students, to ever declare bankruptcy on that particular debt. I don't know if people understand how evil. Sie verstehen, was ich sage oder nicht? That is extreme. That is extreme. In other words, the, you know, declaring bankruptcy is a way of protecting yourself.
right? That you can get it together again. It's a very good law. But they cannot declare bankruptcy on this. Now, the traditional banker says $1 trillion. Well, that's great of debt, but it's debt. I really can't work with it. Finance, $1 trillion. Hey, I can work with that. They can never declare bankruptcy. Great, I can work. That is finance. It can extract value out of that, out of a negative, because it, you know, it is a very complex form of knowledge. So for me, if I think of one dominant logic in today's epoch, the post-1980s, it is a logic of extraction. And then I go back to mining and to the way we're handling the biosphere, dead land, you know, dead water bodies. I think what marks our epoch today, and that holds for communism as well as for capitalism, you know, whatever communism exists today, it's extraction. That marks the Anthropocene, I would also say. You know, this is truly, we've got to get over this phase because this is absolutely destructive. There was something that you said, but anyhow, I've said enough. Maybe I'll come back to it. Ja, ich habe eine letzte Frage und dann trage ich dir oder Ihnen sofort dieses Mikrofon rauf. Nun haben ja eine Menge Leute, wenn das sogar ich verstehe, dann kann es nicht so weit weg sein. Eine Menge Leute verstanden, dass die Systeme kräftig am Bröckeln sind. Und die Vermutung liegt nur nahe, dass demnächst eine Menge an vielleicht auch Kunstprojekten, Verfassungsprojekten, neue Entwürfe, wie kann man denn das jetzt regeln, sich so auf den Weg machen werden, angesichts der Tatsache, dass das so am Ruckeln ist. Wie ist es denn nun hinsichtlich... Sie schütteln den Kopf, das ist mir jetzt gerade egal. Wie ist es denn nun? Ist es mit einer keynesianischen Reform denn getan? Also für Europa beispielsweise ist sozusagen so die Auflösung so der sogenannten Verschränkung der Banken mit den Regierungen, ist das richtige Ziel, jetzt Keynes wieder zu beleben? Oder braucht es eigentlich grundsätzlichere, zumindest Erwägungen, was zu tun sei? This varies a bit by countries, but I really think that we're past Keynesianism. I mean, there's still elements, you know, it's because Keynesianism is a very broad general term, right? And there are absolutely elements in there, certainly more in Europe than in the US. But the notion that a Keynesian logic is the dominant logic, that I don't buy anymore. I think we really have gone to another situation. You know, Keynes, I mean, the one thing about Keynes that has resurfaced is a drawing right, standard drawing rights. So he said, this is very important, and we must actually execute that project finally in today's world. He said that instead of what we have now, you know, that rich countries should facilitate loans to poor countries, he did not have in mind the IMF model and all of that, but he called it drawing rights. So the drawing rights is like an intermediation. So it's not about currencies and currencies which particular powerful governments can control. It's an intermediate zone, drawing, right? I don't know if I, am I, am I, should I just stop talking about this because it's not psychological, nor is it clear, maybe? But, and that is good. Now, people are like Joe Stiglitz, who is a colleague of mine, and, you know, he's calling, he said, international, you know, loans and all of that should go via drawing rights, because that creates an intermediate space and it doesn't depend on a powerful country, say, though less powerful today, like the United States, which can, you know, play around a bit with its currency or et cetera. You know, so Keynes had some very good things that a lot of very smart people are now saying, that is something we should implement in the international system. But Keynesianism, basically, I would say it's finished, you know, and it never was implemented completely the way he saw it. We are in a different system right now. Can I just, there was something that you said. You said community, we don't have community, right? Remember you were talking about isolated people a bit and there's, yes, but I don't use the term community. So, but I'm very interested right now in recovering locality. I take for granted that these are people who are a bit desperate. Life has not quite worked out. They often hate their neighbor because their neighbor is the only one that they have access to for hating. You know, the famous stories, you cut the tree too much, you cut the bush, whatever. I mean, it's terrible stories. So I am working with a whole bunch of people on developing digital applications. This is not commercial, this is doctoral students. Maybe exploited doctoral students, but doctoral students, not.
to develop applications for low-wage workers in their low-wage workplace that also connect to making the neighborhood into a sort of backup system, you know. So I have gotten very, very interested in what are ways in which we can bring the locality back. And sort of it also has to do with relocalizing whatever we can relocalize of the economy. So my image is, do we really need a multinational corporation to have a cup of coffee? I'm talking about Starbucks. This doesn't work here, I can say that. You know, no, we can have a good, you know, Italian grandpa who makes a wicked coffee, and we can bring some chair. You know what I mean? And so this has become a very, very important project for me. You know, this is like a broad network of people that we're doing this. Dann trage ich mal das Mikrofon rauf. Ich möchte noch mal auf diesen Begriff der Psychologie des Kapitalismus kommen. Ich möchte hier überhaupt nicht über diesen Begriff der Gier sprechen. Ich glaube, das ist völlig fehl angebracht. Sondern wenn wir schon über ein Kapitalismus-Tribunal sprechen, müssen wir doch verstehen, was sind die Kernelemente, also so würde ich auch Psychologie verstehen, was sind die Kernelemente, wenn wir über Kapitalismus sprechen? Und das ist etwas, was ich in dieser Runde jetzt sehr vermisst habe. Ich habe das nicht verstanden, was Ihre Analyse dieser Dinge ist. Wir haben nicht über Eigentumsverhältnisse gesprochen. Wir haben über die Verhältnisse gesprochen, aber wir haben nicht darüber gesprochen, was ist Eigentum, wie manifestiert es sich gesellschaftlich, was macht es mit unserer Gesellschaft. Wir haben nicht darüber gesprochen, was unsere Demokratie eigentlich, dass es eine ganz stark bürgerliche Demokratie ist, die auf Eigentumsverhältnissen aufbaut. Und wir haben auch ganz wenig darüber gesprochen, was man tun muss in einem Kapitalismus, um diese Arbeitsverhältnisse herzustellen. Dazu musste man, wenn man sich historisch zurückgeht an die Anfänge des Kapitalismus, Menschen vom Land vertreiben, man musste sie einhegen, man musste sie dazu zwingen, also man musste die Frauen dazu zwingen, dass sie nicht ihre Geburtenregelung selbst in die Hand nehmen, sondern man hat sie zu Hexen gemacht. Und das sind alles Dinge, die, finde ich, ganz elementar sind, um Kapitalismus zu verstehen und eben die Psychologie des Kapitalismus. Und was ich auch noch sagen möchte, heute sehen wir, dass der Kapitalismus so dermaßen an die Wand fährt, weil er so sehr auf Wachstum aufbaut. Weil wir einfach wissen, wir leben in einer endlichen Welt und sowohl unsere sozialen Ressourcen, darüber haben wir viel gesprochen, wie sehr die am Ende sind, aber auch die natürlichen Ressourcen. Ich bin selbst Bäuerin und sehe einfach, wie rund um mich meine Umwelt zerstört wird. Und das habe ich schon sehr vermisst. Danke. Ja, wir hatten nur eine halbe Stunde diskutiert. Also ich meine, da sind dann viele Themen, dafür braucht man 2 Monate vielleicht. Aber ich meine, das ist ein typisches Problem, also Entschuldigung, wenn ich... Das ist ein typisches Problem, wenn man das große Wort Kapitalismus schreibt, weil dann natürlich also fehlt immer was. Ja? Also es gibt so viele Themen, man kann über alles reden, im Grunde genommen. Und dann ist es dann schwierig, eine gewisse Ordnung in der Diskussion zu finden, finde ich. Ja? Und deswegen bitte nicht enttäuscht werden. Wir hatten uns auch nicht so richtig vorbereitet, deswegen ist auch hier die Diskussion in vielen Richtungen gegangen, weil was vielleicht nicht so schlecht ist, ja, aber eine Methodik zu finden und zu sagen, okay, ja, wir müssen über das reden, da wirklich, also da muss man hier also das Theater ziemlich lange besetzen, glaube ich, also in den nächsten Monaten. Also das haben wir ja quasi, deswegen die Ordnung haben wir ja sozusagen mit dem Kapitalismus-Tribunal. Das ist schon okay, dass wir so ein bisschen konfus anfangen. Kein Problem, ist ja eine Menge da. Ja. Monsieur. Also in der Tat ist, glaube ich, die Erwartungshaltung viel zu groß, wenn Sie auch hier oben ja ein, sagen wir, sehr amorphes Podium haben. Also das haben Sie ja schon gemerkt, dass jeder von uns im Grunde genommen seine Argumentationsheimat hat, die sich im Wesentlichen, das ist auch von den Veranstaltern so gewollt, so aus der bisherigen beruflichen Sichtweise ergibt, auf dieses Thema, das so unendlich komplex ist, weil eben das System, in dem wir uns bewegen, so sehr viel unterschiedliche Gesichtspunkte hat, über die man reden muss. Also mein Thema war nicht,
also für mich im Ansatz diese psychologische Seite. Ich will aber dennoch etwas ganz kurz zum Thema Gier sagen. Mahatma Gandhi hat einmal gesagt, diese Welt reicht aus, um die Bedürfnisse von allen Menschen zu befriedigen. Sie reicht aber nicht aus, um die Gier aller Menschen zu befriedigen. Und darum geht es. Also mir will es zum Beispiel nicht einleuchten, wieso ein Mann wie Herr Winterkorn für ein Jahr Arbeit 15 Millionen Euro bekommt. Mir will mir auch nicht einleuchten, wieso Herr Ronaldo für seine Tore dieses Geld bekommt. Aber er bekommt es. Ich weigere mich zu sagen, er hat es sich verdient, weil dafür gibt es überhaupt keine Maßstäbe. Es gibt nur die Maßstäbe des Marktes von Angebot und Nachfrage. Aber dass wir in einer Gesellschaft leben, die auch, sag mal, den Wert Gerechtigkeit als einen zentralen, ich würde mal sagen, Polarstern definiert. Wobei es ganz schwer ist und eine Frage wieder für Philosophen, für Wochen kann man darüber diskutieren, was Gerechtigkeit ist. Ich habe das mal als Jurist in einer großen Runde von Juristen mit Theologen diskutiert. Sie können sich vorstellen, was da rausgekommen ist. Nach drei Tagen haben wir kein Ergebnis gefunden. Dann habe ich ein Gedicht von Erich Fried gefunden, der hat gesagt, das hieß Auf dem Weg. Und was wir alle wissen in unserem Herzen ist, was ungerecht ist. Das kann man nicht definieren. Und der Kampf gegen Ungerechtigkeit ist eigentlich der Weg zur Gerechtigkeit. Und da finde ich das elementar ungerecht. Und da bin ich bei Ihnen mit der Ordnung. Also eine Ordnung, die wir als Gesamtheit nicht akzeptieren können, weil sie eben diese Ungerechtigkeit zum Prinzip erhebt. Und einfach den einen Menschen, der 44 Jahre lang gearbeitet hat, der wird dann bei einem Rentensystem, das darauf ausgerichtet ist, umlagefinanziert so zu sein, dass erkennbar ist, dass er dann vielleicht mit 900 Euro, also einer Armutsgrenze ist. Während jemand für drei Jahre in einem Betrieb, einem großen Unternehmen, eine Abfindung von 10 oder 15 Millionen Euro bekommt. Oder wenn Herr Winterkorn kapitalisiert 28 Millionen Rente bekommt. Wofür? Wenn, ich habe das ja in meiner Bundestagszeit häufig erlebt, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer arbeitslos werden, nicht weil sie schlecht gearbeitet haben, sondern weil das Management schlecht gearbeitet hat. Und wenn jetzt VW mit 370.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in die Pleite gehen würde, dann sind die Fehler einiger weniger, die mit Millionenbeträgen eben versorgt werden, verantwortlich dafür, dass andere dann in Sozialversicherungssystemen anheimfahren. Und das ist einfach ungerecht. Ich finde, darüber muss man mit niemandem diskutieren. Wer sagt, ich finde das gerecht, ist ein Zyniker. Und der ist dann auch gierig. Was ich auch bei Gier nie verstanden habe, ist, was will ich eigentlich mit so viel Geld? Ich habe als Kind die Mickey-Maus-Hefte immer gern gelesen. Und Dagobert Duck hat immer in seinem Geld gebadet. Er ist immer runtergesprungen, rein ins Geld. Also er hat noch einen gewissen sinnlichen Genuss gehabt. Aber ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Also es ist doch nur noch die Freude an der reinen Zahl. Ja. Das ist eigentlich eine metaphysische Angelegenheit, aber es ist nichts, was gerecht ist, es ist ungerecht. Und dagegen muss man sich wehren. Also Gier ist nur ein Ausdruck. Es ist das Krebsgeschwür im Grunde genommen in der Psychologie für eine Geisteshaltung zu diesen Gegenständen. Und da muss man eben Rahmenbedingungen schaffen. Das ist die Ordnung, von der er gesprochen hat. Die Ordnung einem System, die sich an bestimmten Werten orientiert, die sicherstellen muss, dass so etwas sich nicht entwickelt. Also Ökonomie wie Psychologie entfalten sich emergent. Gibt es jetzt weitere Fragen an Professor Sassen und die Herren? Danke. Ja, ich wollte nur ergänzen zu Ihren letzten Wortmeldungen mit dem Herrn Winterkorn. Das stimmt, aber es gibt natürlich noch weit schlimmere Sachen. Deutschland ist... also ich sehe das Problem, ich meine, Kapitalismus bin ich auch kein Freund, aber wir haben einmal dieses System. Und ich glaube, das Hauptproblem ist die Exzesse und die Auswüchse. Und da muss man schon konkretisieren, also da sind wir dann im Bereich von Londoner City und Wall Street. Also die nutzen das kapitalistische weltweit, also das weltweit kapitalistische System ganz massiv aus. Was da jetzt in Österreich auch Ungerechtigkeiten sind und überhöhte Managergehälter, ist klar, weil das ist Peanuts gegen das, was diese globalen Finanzleute in der Londoner City und in Wall Street aufhören. Genau, die Frage ist einfach, weil Sie sind auch Richter,
könnte man nicht so Leute wie so Hedgefondsmanager, also zum Beispiel in Soros oder in John Paulson, die sich rühmen als Hedgefondsmanager, privat für sich Milliarden von Dollar pro Jahr zu verdienen. Die haben das noch viel weniger verdient als ein Winterkorn, ja, der in einem Produktionsbetrieb wenigstens arbeitet. Aber die jonglieren nur mit Milliarden und tun also ganze Währungen. Und das Fragezeichen ist jetzt, kann man die nicht zum Beispiel eben in Deutschland rechtlich belangen? So Leute wie, wie gesagt, Soros und Co. Kann ich mich kurz fassen? Nein. Also es sei denn, Sie könnten den Tatbestand der Untreue nachweisen. Aber im Grunde genommen, das sind eben diese Regeln in einem System. Also man muss ein Ordnungssystem haben, das muss allerdings auch an Werten orientiert sein, die dann in der Lage sind, dieses System an diesen Werten orientiert zu steuern. Und wir haben eben solche, sagen wir mal, gesetzgeberischen Entscheidungen, die so etwas ermöglichen oder verhindern, die haben wir eben nicht. Deswegen hat sich das überhaupt erst ermöglicht. Mhm. Wer diese ganze Entwicklung war voll von 1985 an in England, das ist eine Krise des Rechtssystems, weil man die Regeln verändert hat, die dieses System steuern. Und dann haben sich diese... There is more. Yeah, there is more than that. For instance, let me just give you a very concrete example. When the crisis hits, you also alluded to that. So in the United States, we have our own zone. Big debate, actually a very good discussion in the legislature. The legislature is the place where we, the citizens, have strongest standing. We do not have strong standing with the executive branch. But the legislatures, you know, we can call them up, so to say. Big debate, the decision was we will transfer to the banking system to rescue the economy, 324 billion, notice billion. In the meantime, some of us who were doing research were sniffing that our central bank, the Federal Reserve, was creating its own little, you know, flow of money. Bloomberg News, a business operation, a businessman, launches a Freedom of Information Act against our bank, Federal Reserve, our central bank. It took the Fed 2.5 years, absolutely unwarranted, to answer the Freedom of Information request. The Freedom of Information shows that the Fed, while we, the public, were discussing with the legislature 324 billion, transferred trillions to 7 trillion to the global banking system. German banks, French, I mean, you name it, but especially American banks. Now, this, and by then the debate had calmed down, and in the United States, you know, people forget very quickly. And so add to that 7.7 trillion in quantitative easing, which is another modality. 14 trillion. Now, it's mixed money, you know, because some of it is just it's just sort of printing, or, you know, it's not cash. Eh? This is something else. But there you see, it's not just absence of rules. It is also truly abuse at the edge, violation of the law executed by the central bank. And of course, the Ministry of the Treasury knew that. Now, you stand back and you say, well, how did you pull that one off? I mean, what justifies it? Well, what justifies it, we know better, you know, a kind of arrogance. We know better how to save our economy, better not telling all the people, you know, the population, because they will all get upset, etc. I mean, that is truly corruption. This is a profound corruption. So, anyhow, I just want to add that. Ja. You know, it's not mich interessiert tatsächlich auch diese Unterstellung der Gier weiterhin und woher sie denn vielleicht auch aus psychologischen Gründen dann emergiert. So, please let me ask, if you wouldn't have had this academic career that you've made and book author that you are, yes, if I may ask you, but would have decided to work as a manager for, let's say, hedge fund, would you act differently? I think I would get sick very soon. Sure, but I have, since I was a child, I have been, my nose, growing up in Latin America, where you have profound injustice, but an injustice that is not as elaborate as $7 trillion passed on to the global banking system. I went a lot to the, no, I would not have lasted as a manager in a, you know, aggressively profit-making corporation where I sense this is bordering on injustice, if not violation of the law. I could not have done it. I'm so grateful that I've been an academic forever, because the academy is protected
space, actually. In the United States, good universities, it's a protected space. Sure, but is it about grief or is it about making successful choices in the system you find yourself in? I mean, you made successful choices in no, the, no, but let's just, system. Okay, I don't want to dwell too much on my, but let me just a datum. Yeah. My first book, which I believed in, was rejected by 12 publishers. I started out struggling. My first job was as a cleaning woman in the United States. But you know, I knew, along with the other mostly Afro-Caribbean women, this is not me, you know? This is a space within which we operate. We'll move on. So, and I was a fighter. When I entered the academy, I had trouble. My doctoral dissertation was rejected. It was joint economics and sociology. Eventually, it got the highest honors because the economists and so. Then my first book, 12 rejections, I never changed a word. I see my doctoral students now, 2 rejections, and they think they have a problem in their... I knew that this was a text, it just didn't fit, whatever. Then it comes out and it's a classic, right? So I fought for where I am. This was not, you know, I know most academics who make it are actually, they have very cushy trajectories. They stay close, you know, the academy is a protected space. In my case, it was not as protected, let's put it that way. I came out okay, but I wonder how many at the 7th rejection said, okay, I have a problem, and then gave up, you know? Sure. So, is it grief that makes the economy, that runs the economy, or is it successful choices emerging from the rules set in the system you find yourself in? I'm a bit... Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Gier-Begriff. Ja, also es sind doch auch Entscheidungen, die getroffen werden. Aber vielleicht machen wir mit einer Frage hier weiter. I want to ask something different and I want to respond to the question of locality, because I do believe in community. I work in a Viennese small theater in local districts with migrants and normal people, artists as well. And maybe it's a vague concept, an abstract concept, but as much as the gentleman said, we immediately know when injustice happens, we also immediately know when community happens. And it can happen at a party, it can happen at a feast, it can happen at a ritual. And my question is, how do you translate this yearning for locality into power? Which is also a question to the gentleman from Die Linke. Because worldwide, we might create capitalistic tribunals, we might create anti-capitalist shows, we might support all left causes, but we do not have any real power, not in Europe, not in America. In fact, the direction the political process is developing is the opposite, and it's very, very dangerous in my opinion, particularly in Austria right now, but across Europe. So, of course it's great to fantasize about locality, but what is really going on and how is this tribunal contributing to what we really need to do? Well, let me just say, I agree with a lot of what you said. I think locality is not a fantasy. Locality is a facticity, if anything, right? And that is why I don't say neighborhood, I don't say community. That is a superstructure that comes with it. I mean, locality is a place. And I think that, I mean, one of my, as I already indicated, one of my projects right now is let's relocalize as much as we can in the localities. Urban agriculture is a good example, etc. That still leaves us in a very partial situation. I think that power needs to be handled as a careful thing. We may well succeed in democratizing, let's say, 40% of an urban economy by relocalizing, by using local talent rather than trotting in franchises. Remember, a franchise, I always say, rich neighborhoods, I really don't care, but you know, modest locality. Out with all franchises. Any franchise takes part of the consumption capacity of a locality and takes it to headquarters. You know, same thing with, okay, we need banking, but don't take a branch of a global bank, because again, it's a franchise, you know, it just takes it out. But secondly, I also think,
And here I, in what I think of as my best book, which took me 10 years to write, and I wrote at the University of Chicago, which is you become a monk there, which is, I could not have written that book in Manhattan, I swear, you know, because there's no way. So this is, are you laughing from Chicago, right? So I asked myself, I asked two questions. One is, how do complex systems change? Because we're dealing with complex systems. This is not a simple thingy, you know, that you can just change. This is not a corporate firm. This is a mixture of elements. Eh? And so one succinct way of putting it to you, I mean, you know, is to say that complex systems have a capacity to take capabilities from time one, which can be in multiple distinct systematicities, etc., and switch them to other organizing logics. You may not even see that a change has happened. You know, we don't, but a change has happened. That is my reading of the shift in the 1980s now. A lot changed, but it just doesn't look that way. You know, so the financiers become a bit richer, the middle class is a bit poorer, but actually I think a switch happened and we are in a new organizing logic for the last 20 or 30 years. It just all looks a bit the same, only less. More poverty and more wealth, you know, more inequality. So that's one kind of issue. The other one is, the other question, do the powerless get to make a history? Or do you have to be powerful to make a history? And that to me is extremely important, so that I think we cannot get hung up on power. I think more like justice and, you know, fairness is more important than power. And so the answer that one way of answering that question is, look at 100 years of the struggle for women's rights, for black people rights in the United States, whatever. At any moment in that trajectory, you would have said, this is going nowhere. And eventually it goes somewhere, you know, something begins to happen. It's not necessarily getting power. You know, blacks have not really gained power. Look at how the police treats them in the United States, etc. But something has changed. There is a bit of voice. There is a bit of capacity to make a history. Not the history, you know, but a history. And I think that, you know, in my reading is that these are very bad times. Very. And I really agree with a lot of what you said. On so many levels. I've just talked about very practical issues, but there are many other issues. This is really bad. So I say, you know what? We gather forces, et cetera, et cetera. And what I'm doing with a whole bunch of people on the relocalizing is actually quite interesting stuff, you know? And it activates people. It you have to be a bit of a maker, huh? Not a macher. That sounds negative, right? Macher is a bit, that you constitute something, even if you do not get power that way. So hereby the 7th International is declared open. Damit ist die 7. Internationale für begonnen erklärt. Vielen Dank, Frau Professor Saskia Sassen, Wolfgang Neskowitsch, Louis Klein, Guillaume Paoli und der Versammlung und Ihre Geduld. Und dann freuen wir uns. Danke.